Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Wir spielen eine Runde im neuzeitlichen Chicago. Und ja, ich bin nicht alleine, sondern ich habe wie immer vier illustre Spielerinnen und Spieler damit dabei. Einmal den Joe als William Andrews, ohne Bild wie immer. Ja, ohne Bild, wie immer. Ja. Und ebenfalls ohne Bild Sera als Emma Williams. Hallo. So, dann mit wahrscheinlich zylindrigsten Bild, seit es Zylinder gibt. Jonathan Bauer gespielt von Mischka, der gemutet ist. Stimmt. Gute zusammen. Ja, und last but not least, Melina Farinadis, gespielt von Leopardin 202. Guten Abend zusammen. Jawohl. Ja, wir befinden uns, wie gesagt, im neuzeitlichen Chicago. Unsere Vampire haben einiges schon über sich ergehen lassen müssen in und um Chicago herum und unter und über und eigentlich überall und in der Nachbarstadt. Sind so mit dem Prinzen, weil sie ihn vor dem sicheren Tod durch seinen Lieblingsghoul gerettet haben, haben allerdings jetzt ein Küken an der Backe, um das sie sich kümmern müssen. Und außerdem laufen in Chicago noch derweil ziemlich viele andere merkwürdige Sachen und ja, unsere Vampis sind der festen Überzeugung, irgendjemand will den Prinzen ans Leder und die dem Prinzen nahestehen. Und ja, mal gucken, ob sie herauskriegen, was denn da noch so läuft. Im Hintergrund irgendwo noch eine Verschwörung zwischen ganz uralten Vampiren. Ja, mal wer, mal weniger involviert sind unsere Vampis da. Und was beim letzten Mal speziell passiert ist, das erklärt euch der Chronist der Runde, der Tremere schlechthin, Jonathan Bauer. Obwohl er ist gar nicht mehr so viel Tremere, wie er mal war. Teil Tremere, zumindest. Also müsste man nochmal herausfinden, wie viel Prozent, aber naja. Also aktuell, also jetzt, im Jetzt kommt Jonathan gerade mit hängendem Kopf aus einem Zimmer in der Wohnung, in der wir uns gerade befinden. Aber wie kamen wir dorthin? Also es fing damit an, dass wir auf wie gesagt, Küken aufpassen sollten, namens Portia, die aber nicht wirklich Interesse zeigte, welche Regeln es in der Vampirgesellschaft gibt. Und da hat Jonathan im Anflug von Verständnis für die Jugend sich überlegt, informative Katzenvideos mit den Regeln der Maskerade zu erstellen. Und das kam so auch grundlegend an. Und sie hat auch verstanden, dass sie nicht willkürlich töten darf. Das ist schon mal gut. Ja. In der Tat sind wir dann alsbald in einer Bar gefahren, um etwas gegen das Hüngerchen zu tun. Allerdings ist dort der Williams gegen mit jemandem zusammengerasselt. Wie das jetzt so genau kam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall flog er irgendwann durch den Raum, also nicht der Williams, sondern der andere Mann, was zu einem leichten Tumult führte und Portia einen Menschenleertrank, was wieder mal nicht so gut ist. Aber naja, wir haben sie dafür gescholten im Nachhinein. Nachteilig für uns war, dass der Wirt die Polizei rief, deswegen sind wir fahnenflüchtig geworden und auf dem Weg zu Emmas Penthouse, dem ich jetzt auch gerade mit hängendem Kopf aus der Tür komme, wo wir sowohl, also beziehungsweise wo Emma und Melina Portia als auch William einen Vortrag gehalten haben. Dort haben wir dann übernachtet und morgens haben wir festgestellt, dass in dem Fenster zu Melinas Raum ein Loch hineingeschnitten worden war. Was uns jetzt mal
stutzig machte, da wir auch Krallenspuren an der Außenfassade sahen, wenn ich mich recht erinnere. In der Tat fing der Morgen sehr gut an, da Portia zu Jonathan sagte, dass sie gerne lernen möchte. Und ich gab ihr ein Buch auf Altgriechisch, was sie erstmal so mitnahm, aber dann Frias herbeigerufen hat, der prompt von den Damen, beziehungsweise explizit Melina, nicht hereingelassen wurde und im Hausgang jetzt wartet. Und ja, ich versuchte die Situation mit Portia zu besprechen, aber die zeigte sich irgendwie unverständlich, uneinsichtig. Wahrscheinlich hat das irgendetwas mit dem Teenie-Sein zu tun. Das hat Jonathan nie erreicht oder hat es direkt übersprungen. Ich bin mir da so nicht so sicher, deswegen komme ich da jetzt mit hängendem Kopf ratlos von ihrem Zimmer in den Wohnraum zurück und schaue in die Runde. Ich wollte mal kurz anmerken, dass ihr der guten Portia ja die Traditionen erklärt habt, ne? Also die Regeln der Kamarilla. Und es ist keine Regel der Kamarilla, dass man nie keinen Menschen töten darf. Also vielleicht, ne? Also deswegen, ne? Das gehört nicht zu den 6 Traditionen. Aus dem Bruch der Maskerade. Wenn sie jemand dabei erwischt, dann ist es ein Bruch der Maskerade, genau. Ja. Nur das, um das nochmal klarzustellen. Okay. Dann tritt Jonathan halt aus dem Zimmer heraus mit hängendem Kopf und ja. Ich verstehe sie nicht. Sie hat sehr schlechte Laune und ich bin mit meinem Latein am Ende. Oder mit meinem Altgriechisch, je nachdem, wie man das betrachten will. Schau mich fragend um. Warum sind wir jetzt eigentlich für dieses Blatt zuständig? Weil wir den Auftrag bekommen haben? Ja, aber warum? Ich habe da keine Lust drauf. Stell dir mal vor, also ich wäre jetzt froh gewesen, wenn wir jemanden an unserer Seite gehabt hätten, der uns so eingeführt hat und uns alles erklärt hätte. Ich hätte mich wahrscheinlich anders... Wir hatten nicht so jemanden. Also warum dann Sie? Damit wir ein gutes Vorbild sein können? Können wir das, wenn wir nicht selber uns richtig in dieser Gesellschaft zurechtfinden? Wart ihr schon einmal auf diesem... Auf einem dieser komischen Treffen? Ich nicht. Nein. Also ich war beim Treffen der Tremere, das lief nicht ganz so wie geplant. Aber im Elysium tatsächlich nicht. Aber also ein Professor von mir sagte mal, man wächst nur an wirklichen Herausforderungen. Und wenn wir in die Gesellschaft eingeführt worden wären und wir das jetzt einfach nur wiederholen würden, wäre es ja keine Herausforderung und auch keine Möglichkeit für uns zu wachsen. Ich brauche keine Herausforderung und ich lasse mich so in den Sessel fallen und schmolle. Ja. Der Fernseher läuft übrigens. William guckt ja WrestleMania gerade. Und ja. Ist so mehr oder weniger begeistert. Hattet ihr mir jetzt eigentlich Kopfhörer gegeben oder nicht? Ja, natürlich. Ja. Wo hat William eigentlich den Tag verbracht? Hattest du die Couch gehabt oder warst du auf dem Boden geschlafen? Ich habe natürlich auf dem Boden geschlafen, weil Jonathan braucht ja weich. Er ist ja so ein Weichling und deswegen braucht er es weich. Und ich, muskelgestärkt, bin natürlich, habe ihm den Vortritt gelassen. Wahrscheinlich irgendeine Isomatte hat Emma vielleicht noch gehabt oder so. Klar, denkst du, dieser Körper hält sich umsonst fit? Nein, 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 da muss man schon was für tun. Ja, apropos fit, trainieren war William auch lange nicht mehr. Ist ja, mein Gym ist ja abgebrannt. Aber naja, momentan ist er läuft WrestleMania, da ist er abgelenkt wahrscheinlich. Heavy Training.
Es ist Ferntraining, ja, so ein bisschen. definitiv, ja. John Cena sagt, John Cena sagt. Ja. Was? Undertaker. Was willst du denn mit einem Bestatter? Keine Antwort. Pass der Kopfhörer auf. Ich gucke mal auf den Fernseher und sehe wahrscheinlich dann irgendwo, dass da so eine Einblendung ist. Undertaker. Ah. Er kann dich nicht hören, William. Na gut, du mich auch nicht. Deswegen sage ich jetzt wohl besser nichts. Ja, Jonathan sieht gerade, wo er gerade so hinguckt, auf dem Wohnzimmertisch das Handy von William liegen und das sieht so aus, als ob das irgendwie gerade blinkt und irgendwie rechts und nach links springt. Aber William hat es gerade gefesselt von der Übertragung und William! Zieh ich mal so den Kopfhörer auf Seite. William! Was denn? Alexa blinkt und vibriert. Alexa, was willst du? Da hast du das nicht gesehen? Da kämpft gerade der Undertaker. Da wird man nicht gestört. Ja. Es erscheint auf dem Display für William sichtbar, für die anderen nicht. Ein Wort in roten Buchstaben, ziemlich groß. Hunger. Oh, ja. Hat vielleicht irgendwer ein Ladegerät dabei? Würde mal meine Taschen durchsuchen. Ich müsste theoretisch. Welche Version hast du? Die neueste. Oh, ich habe noch das alte V-Phone 4C. Tut mir leid, die haben noch den breiten Stecker. Ach, da hinten ist meine Ladestation. Kannst du es draufstellen? Okay. Jonathan schaut William noch über die Schulter auf das Handy und siehst, dass der Ladebalken bei 90% ist. Entweder ist es früh hungrig oder es will dir etwas anderes sagen. Was? Nix. Vielleicht erinnert es dich dran, dass du Hunger hast. Wie Hunger? Weiß ich nicht. Inwiefern dir dein Handy vorschreibt, wann du etwas zu essen hast. Ich habe doch gerade Pizza gegessen. Ah. Da war es ein Steak? Nein, es war ein Steak. Es war ein Steak, ja. Vielleicht war es eine Pizza mit Steak drauf. Dönerpizza. Ja. Dann muss ich wohl nochmal anrufen. Ich wähle Alexa, bestelle mir ein blutiges Steak. Ja, es kommt wieder die Schrift, die nur für dich sichtbar ist. Mach doch selber. Sind wir heute aufmüpfig oder was? Ach Mann. Ich hab Hunger. Wieso hast du Hunger? Das ist doch total schwachsinnig. Wenn einer Hunger hat, dann ich. Dann wähle ich. Wo willst du denn hin? Die Wahlwiederholungstaste? Wahlwiederholungstaste, okay. Pizza Alfonso. Was können wir für Sie tun? Ich habe Steak, blutig. Ja, die Nummer 12, ja. Mit welcher Beilage? Pommes oder Bratkartoffeln?
Kroketten? Ja, das kostet $1 extra. Ja, meinetwegen. Aber sie kriegen dann noch einen kleinen Salat, weil das ist gerade die Wochenaktion. Den kannst du behalten. Wer will schon Salat? Okay, keinen Salat. Schreibe ich mir auf, ja. Wo soll das Ganze hingehen, bitte? Ja, ich nenne die Adresse. Ja, und per PayPal bezahlen oder bar? Wenn ich per PayPal bezahlen wollen würde, dann hätte ich doch ausgewählt, mit PayPal zu bezahlen. Außerdem spricht hier Mortifer Mors, Wrestling Champion. Mors, also es geht zu Mors. Ist das mehrere Stockwerke bei Ihnen? Hallo, hörst du mir nicht zu? Nein, nicht mehrere Stockwerke. Mortifer Mors, Wrestling Champion of the World. Du kennst mich doch, WrestleMania. Nein. Tut mir leid. Nein. Pass auf. Also, ich hatte meinen großen Kampf gegen Harry, die Kanonenkugel, Knotter. Das sagt mir nix. Und dann habe ich noch geschlagen in einem Tabled Letters and Chairs. Ja, das Steak kommt in 20 Minuten. Legt auf. Jonathan? Ja, wohin? Der kennt mich. Der kennt Mortifer Mors nicht. Der hat eine Lücke. Ne, der war bestimmt schüchtern. Der wollte das nicht zugeben, weil sonst hätte ihn ja der Anstand geboten, dir die Pizza kostenlos zu geben. Nein. Wo liegt dieser Pizzaladen? Ich muss dahin. Wo hast du denn angerufen? Wahlwiederholung. Wer hat sich denn gemeldet? Irgendeine Pizzeria? Okay, das ist jetzt wenig Information, sonst hätten wir bei Google Maps befragen können. Okay, warte, ich rufe nochmal an. Pizza Alfonso, was können wir für Sie tun? Mortifer Mors. Oh, ich sehe Sie schon wieder. Ist noch, wollen Sie doch einen Salat? Nein, kein Salat. Wo genau wohnen Sie nochmal? Sie meinen, wo das Restaurant ist? Na, da wohnen Sie doch auch, oder nicht? Nein. Nun gut. Wollen Sie die Pizza selber abholen? Also das Steak, meine ich. Ja, genau das. Genau das will ich. Ich will das Steak selber abholen. Ah ja, das hätten Sie aber eben schon sagen müssen. Jetzt habe ich dem... egal, das kriegen wir schon hin. Main Street 12. Main Street, so. Mhm. Jonathan, Main Street 12. Gebe das bitte mal bei Google ein. Mache ich, danke. Ja, bitte. Froh, Ihnen geholfen zu haben. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Das nächste, was passieren wird, ist, nachdem William aufgelegt hat, dass ihm sehr der Magen rumort. Das tut schon fast weh. Ich hab Hunger. Hunger. Ja, eigentlich ist es gerade eher das Gefühl, dass was raus will. Mir ist schlecht. Ja. Melina? Ja, bitte. Weißt du, ob der Teppich sehr teuer war? Ich schaue ganz empört zu ihm hin. Das wirst du schön bleiben lassen. Da drüben ist das Bad. Ja, und er bricht sich hier quer über den Wohnzimmertisch auf den Teppich. Das Steak ist noch in kleinen Teilen erkennbar.
Ich wende mich angewidert ab und gehe zum Fenster und öffne dieses. Jonathan, wir fahren jetzt dahin. Das Steak war schlecht. Ich werde Regressansprüche stellen. Iri, sag mir den schnellsten Weg. Nö. Was ist denn heute mit dir los? Du bist ganz schön Hunger. Ja, das kann ich verstehen. Das habe ich auch. Und deswegen wird Mort Vermors jetzt in die Pizzeria fahren. Mit Jonathan. Und etwas zu essen holen. Ja. Keine Reaktion sonst von seinem Telefon. Jonathan, lass uns los. Hast du geguckt? Ja, habe ich. Sehr gut. Ja, ist eine 10-Minuten-Fahrt mit dem Auto. Ach, scheiße. Moment, ich habe ein Problem. WrestleMania läuft. Mhm. Moment. Siri, mache das WWE-Network bitte auf dir auf. Ich interessiere mich nicht für Wrestling. Das ist mir scheißegal. Mach das Scheißding auf! Nein! Okay, dann geht's für dich ohne Frühstück ins Bett. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ist mir doch egal. Ha! Du siehst ein Bild von dir selber, wie du mit verschränkten Armen und mit bösem Blick auf dem Display erscheinst. Ja, jawohl, ja. Und dann... Ja, lass uns los, Jonathan. Jetzt aber. Boah, mir schlecht. Sofort. Ja, gerne. Melina, kannst du bitte aufnehmen? Was aufnehmen? Na, WrestleMania. Stop. Von mir keine aus. Mehr. Jonathan, wo bleibst du? Bin schon vor dir am Treppenhaus runter. Oh. Draußen sitzt ja immer noch der Prias. Ich gehe mal zu Melina und beug mich so zu ihr rüber. Meinst du, wenn wir ihr eine Straferlass geben? Dann macht Portia das weg und ich deute so mit dem Kopf Richtung. Versuch's doch. Ich schaue nach oben. Na, ich rufe meine Putzfrau an. Und dann werfe ich mich ans Handy und telefoniere. Mhm. Okay. Telefonierst? Jonathan? Ja, William? Sag mal, ich meine, du denkst ja, dass du ein Vampir wärst, richtig? Zieh deine Augenbraue hoch und wenn dem so wäre? Nun, wenn du, sagen wir mal, dein Magen rumort und Hunger überkommt dich. Ja. Und es ist keine Pizzeria in der Nähe. Ja. Wie ernährst du dich dann? Tomatensaft. Ist extrem gesund. Mal einen Tomatensaftbecher dabei, den drücke ich jemandem in die Hand. Dann schmeckt der besser, wenn der von fremden Leuten gehalten wurde. Und dann trinke ich aus dem Becher. Wo kann man denn so einen Tomatensaftbecher kaufen? Kann man nicht. Das ist ein älteres Relikt. Das ist Geschenk von meinem Erzeuger. Dann müssen wir wohl in den Supermarkt fahren. Also wir müssen auf dem Rückweg in den Supermarkt. Ich brauche eine Flasche Tomatensaft. Okay. Unter uns, William, es war eine Metapher. Wir sind Vampire, wir trinken Blut.
Was genau ist eine Metapher? Ein Bildnis, ein Vergleich, eine Darstellung mit anderen Worten. Aber warum machst du sowas? Ich meine, warum sagst du nicht einfach, was du meinst? Ist mir so rausgerutscht. Ah, okay. Also wenn man sowas Komisches machen würden wollen sollen, wie Blut trinken, und man hat ja so einen Becher nicht. Dann gehst du einfach auf die Straße, suchst jemanden, der in einer dunklen Ecke telefoniert oder wartet oder fragst nach dem Weg oder fragst nach Wechselgeld und wenn der sich so nach vorne, nach hinten oder wegtritt, beißt du mir den Hals. Möglichst mit deinen Eckzähnen, nicht mit Backenzähnen, nicht mit Schneidezähnen, das klappt nicht. Es gibt nur böse Verletzungen. Und wenn du fertig bist mit dem Trinken, leckst du einmal über die Wunde, dann verschwindet die wieder. Und beherrsch dich, auch wenn du hungrig bist, weil wenn du Menschen tötest, dann haben wir ein Problem. Ich bin Wrestling Champion of the World. Warum sollte ich Menschen töten? Das ist mein Publikum. Das frage ich mich auch immer wieder. Was, warum ich Menschen töte oder warum es mein Publikum ist? Warum du etwas solltest, aber trotzdem machst. Ich erinnere mich an die zwei Personen vor dem Succubus Club. Was, vom Succubus Club? Die dein Manager weggeschleift hat. Ja. Die waren vielleicht auch Fans von dir, haben dich noch nicht erkannt. Oder waren zu schüchtern, das zu sagen? Naja. Aber sie waren unhöflich. Ja, da gebe ich dir recht. Man könnte im weitesten Sinne sagen, wenn du mich um etwas bittest und ich es ablehne, dass ich auch unhöflich bin. Ich hoffe dann, dass du mich nicht tötest. Und Emma und Melina haben auch schon mal den einen oder anderen unhöflichen Zug gesehen und ich sah da immer noch nicht die Nötigkeit, darüber nachzudenken, ob ich sie töte oder nicht. Das ist im Wesensein der Menschen, habe ich mir mal erzählen lassen, dass man auch ob mal unhöflich ist. Dann kann man als Erwachsener entscheiden, ob man mit der Person weiter interagieren möchte oder ob man es sein lässt. Aber ich habe doch entschieden. Ich meine, mein Manager hat sie weggebracht. Ja. Hast du kein schlechtes Gewissen dabei, wenn du weißt, dass du Menschen getötet hast? Ich hab doch gar keine Menschen getötet. Aha. William, dein Handy vibriert gerade. Siri jetzt nicht. Ich bin beleidigt. Wer ist Siri? Ach so. Alexa. Alexa ist wieder verwandelt. Oh, das ging. Aber ja, Siri gefällt mir auch besser. Ja, aber warum? Hört sich besser an wie Alexa, ich weiß nicht. War jetzt einfach so rein phonetisch. Hört sich Siri besser an wie Alexa. Okay. Das eine sind zwei I's, andere sind zwei A's. Könnte man jetzt drüber streiten? Ja, das stimmt wohl. Aber was möchtest du denn jetzt? Alexa, frag Siri, was sie möchte. Holst dein Handy raus, schaust auf das Display und siehst, ich war's, was da drauf steht. Das warst du. Was warst du? Wer war was? Wieso? Wir haben Jonathan kaputt gemacht. Ist Jonathan geflogen? Nee. Wer da ist, gut. Hallo?
kommt nichts weiter. Nur ein Ich war's. Jonas, weißt du, was Siri Alexa damit meinte? Es ist übrigens jetzt ein Doppelname. Siri Alexa. Siri Alexa oder Alexia Siri? Siri Alexa. Das heißt, wenn du sie gegenseitig vorstellen willst, würdest du sagen, Siri Alexa, das ist Alexa Siri? Oder ich würde sagen, Siri Alexa, ich möchte dir vorstellen, die Siri Alexa. Ich verstehe. Auf jeden Fall, aus dem Kontext unseres Gesprächs und der Nachricht würde ich sagen, dass sie in irgendeiner Form die beiden Personen umgebracht oder zumindest den Auftrag dazu gegeben hat. Jonathan, wenn du rüber guckst, kurz vom Steuer wegguckst, siehst du auch, dass das Display leer ist. Also nicht mal an. Hatte William nicht gerade gesagt, sie sagte, ich war's? Ja, das hat. Ja, ja deswegen, ja. Trotzdem, das Display ist leer. Ich meine, ich kenne ja grundlegend Malkavianer, deswegen kann man das mal mitleben. Auch wenn es manchmal furchteinflößend ist. Aber es ist immer noch besser als andere. Ja. Verstehst du, was ich meine, William? Ehrlich gesagt, nein. Ja. Ihr fahrt noch eine Weile und unterhaltet euch über die Doppelnamen von Telefonen. Während im Apartment selber Emma die Putzfrau gerufen hat, was hast du denn für eine Putzfrau? Oder Putzmann vielleicht, wer weiß. Nee, wir haben zu diesem Mietshaus hier einfach eine Putzfirma da als Kontakt dazu bekommen. Die man jederzeit anrufen kann. Genau, also auch wenn man Partys schmeißt oder so, die dann danach reine machen und so. Okay, ja, die werden dann relativ schnell auch aufkreuzen. So zwei, ein Mann, eine Frau mit so einem Trolley mit lauter Putzmitteln drin. Und was können wir denn für Sie tun, Miss Williams? Ich wedel nur angewidert in Richtung der Kotze. Och, fürchterlich, ja, wer war das denn? Ich würde ja sagen, es war ein Freund von mir, aber ich glaube, das würde die Situation etwas überspitzt darstellen. Ja, wir machen das sofort weg, Miss Williams, ja. Vielen Dank. Ja, machen sich ans Werk. Und putzen da so ein bisschen in deinem Wohnzimmer herum. Was macht ihr währenddessen? Schaut ihr dem zu? Ja, das, oder? Was ich immer mache. Ich beaufsichtige. Ja, okay. Dann putzen die da relativ gründlich natürlich die Wohnung. Das Problem ist, dass ein Teil davon der große, die Isomatte ist, wo auch noch der große Mantel von William liegt, den er anscheinend irgendwie nicht mitgenommen hat. Und die eine Putzfrau putzt dann so irgendwie rum, nimmt den Mantel dann hoch und dann seht ihr etwas unter dem Mantel auf der Couch liegen, nämlich eine merkwürdige Apparatur. Irgendwie so lang. Irgendwie kreisrund. Ein Diamantstein vorne drin. Ich gehe hin und ist da ringsrum, also ist das sauber oder vollgekotzt? Ja, das ist nicht vollgekotzt, das lag ja unter dem Mantel. Dann hebe ich das mal auf und schaue mir das genauer an. Ja, das ist eine merkwürdige Apparatur halt. Irgendwie so zylindermäßig. Was ist das denn? Und was wollte William damit? Keine Ahnung, Mist. Das habe ich nicht da. Genau, ich habe es nicht dahin getan. Ich halte es auch eher Richtung Melina. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Wie groß ist das etwa? So. Ja, ich schaue es mir von allen Seiten an und gucke, ob man das aufmachen kann. Ja, du kannst irgendwie da so Knöpfe dran betätigen und wird sich vorne dieser Diamantstein einmal im Kreis bewegen. Guck mal, es bewegt sich.
Ja, aber macht das auch irgendwas? Es macht so ein merkwürdiges, surrendes Geräusch. Ich gehe mal näher damit auf Melina zu und halte es ihr so ein bisschen hin, um es ihr zu zeigen. Ja. Kann ich da irgendwas dran erkennen? Wie gesagt, zylindermäßig ungefähr so groß. Kreisrunde Öffnung mit Diamantstein, der sich bewegt, wenn man auf den Knopf drückt. Am einen Ende da, wo der Diamantstein ist, ist noch so eine Art Ansaugstutzen, würde man vielleicht sagen. Noch nie gesehen, sowas. Ich zieh mal an diesem Stein. Fest da drin verbaut. Ist aber auch sehr scharf. Also als du drin an irgendwie dann versuchst irgendwie so einen Rund, wirst du auch kurz den wenn du nicht aufpasst, den Daumen ein bisschen aufschneiden damit. Unglaublich scharf das Ding. Autsch! Was wollte er denn mit diesem Ding? Ich habe ihn das noch nie benutzen sehen. Ich auch nicht. Und Jonathan hat es doch auch nicht gehört, oder? Dann hätten die aber doch was gesagt. Also Jonathan hat ja schon so ein bisschen spannende fremde Gegenstände. Aber, also das hier... Ach, weißt du was? Ich gehe zu meinem Telefon und rufe mal Jonathan an. Ja. Während ihr dann da so fahrt und kurz vor der Pizzeria schon seid, biegt gerade um die Ecke in die Straße, wo die Pizzeria ist, klingelt bei Jonathan das Telefon. In der Innentasche deines Jackets. Fahre ich? Ja, du fährst ja gerade. Fährst du? William, mein Handy klingelt und ich bin ja gerade am Fahren. Könntest du mal? Ich mach so irgendwie so die Innentasche auf. Natürlich. Ja, ich zieh das Handy raus. Klingelt. Entsperrt unter die Form eines Peace. Was? Wer ist Pete? Hast du einen Anrufbeantworter, Jonathan? Ja, klar. Okay. Ich kann versuchen, mal gerade so Handy auf Straße, Handystraße, P auf die Entsperrtastatur zu machen. In dem Augenblick geht der Anrufbeantworter an bei Emma. Piep. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von Dr. Jonathan Bauer. Nur der Anrufbeantworter. Ich versuch's mal bei William. Ja. Ruf's bei William an. William, das Telefon klingelt. Mortifer Mors? Ja. Versuch so den Button zu erwischen, um den Anruf anzunehmen, aber der tanzt die ganze Zeit hoch und runter. Alexa Siri, gleich gehst du auf dein Zimmer. Hast du einen Anrufbeantworter, William? Ja, natürlich. Ja, dann wird nach ein paar Sekunden bei Emma auch Williams Anrufbeantworter reingehen. Eigenartig. Bei beiden nur der Anrufbeantworter. Ich lege natürlich wieder auf und schaue Melina so fragend an. Naja. Jonathan fährt wahrscheinlich, ne? Bei William? Ja, aber keine Ahnung.
Vielleicht hat er gerade wieder Streit mit seinem Telefon und ist sauer und geht deswegen nicht ran oder weiß der Geier was, so ganz verstehe ich das auch nicht. In dem Moment parkt ihr quasi auf dem Seitenstreifen vor der Pizzeria. Ja, wenn wir aussteigen, schaue ich natürlich, wer angerufen hat. Ja, ein verpasster Anruf von unterdrückte Nummer oder nicht? Wir haben uns doch gegenseitig eingespeichert. Nee, die Frage ist, ob du deine Nummer unterdrückst, wenn du irgendwo anrufst. Genau. Gut, dann Nummer von Emma Williams. Ja, dann rufe ich sie zurück. Miep, miep, miep. Das Telefon klingelt, Emma. Ah, Jonathan, ich gehe ran. Hi, da bist du ja endlich. Hallo, was ja, war denn ich los? War am Fahren. Tut mir leid, es ist unsicher im Straßenverkehr zu telefonieren und ich hatte das Handy nicht in der Freisprecheinrichtung. Ja, ja, ja. Und was war mit William? Der hat Probleme mit seinem Handy, mit Siri gehorcht ihm nicht. Ist auch wahrscheinlich etwas von unserem neuen Gast abbekommen oder so. Ich weiß nicht. Siri Alexa. Siri Alexa, entschuldige. Siri Alexa hat. Vielleicht hat sie auch. Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schaue so komisch zu Melina, sondern im Prinzip, woher wusste sie das? Vielleicht hat sie Alexa auch gerade Hightight. Wer weiß, das ist bei den Damen schon so. Wir haben hier so ein komisches Gerät unter Williams Mantel gefunden. Gehört dir das? Okay, könntest du ein klein wenig präziser werden? Also komisches Gerät bei William. Ein Wrestling-Gürtel, eine Maske. Nein, es ist was Längliches, Zylinderartiges mit einem Stein obendrauf. Ich halte mal das Mikro von meinem Handy zu. William, du trägst nicht irgendwie einen Pimp-Vibrator mit dir herum, oder? Also, ein Vibrator? Sehe ich so aus, als bräuchte ich einen Vibrator. Jetzt ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber wenn du jemanden, und dann fange ich an zu erklären, wie man einen William, bitte, Ja-Nein-Frage. Ja oder nein? Was, ja oder nein? Trägst du oder trägst du nicht? Was trage ich? Ja, nein, gut. Nein, ist es nicht, Williams. Ja, aber ist es dann deins? Nein, garantiert nicht. Und warum liegt es dann hier in meiner Wohnung unter Williams Mantel und was ist das? Ich fange an, eine Hypothesenkette aufzustellen. Also solch ein Gerät wird ja meist von Damen verwendet mit einem Stein darauf. Vielleicht wollte es dir ja... Ich mache mal ein Foto davon und schicke es Jonathan. Ach du Schande. Oh. Was wird von Damen verwendet? Habe ich da was verpasst? Ich schaue so zu Melina rüber. Verwendest du sowas? Nee, aber ich weiß nicht, ob er deine Beschreibung wohl richtig verstanden hat. Ich habe ihm gerade mal ein Foto geschickt. Ich habe ja keine Ahnung von... Woran denkst du denn jetzt wieder? Ein längliches, zylindrisches Ding mit einem Steinchen drauf. Entschuldige, das war... Könnte auch eine Taschenlampe sein, stimmt. Ich war jetzt irgendwie... Taschenlampe, Hähnchen. Also ich weiß ja nicht, ob du so auf Swarovski stehst oder so, aber meine Taschenlampe hat kein Steinchen. Gut, war ja nur... Ja, dann würde ich mal, hat dir ein Foto geschickt. Guck mal nach. Oh, ja. Dann, ich habe ja von Werkzeug keine Ahnung, also jage ich mal das Bild durch einen Bildvergleich bei Google, was das sein könnte. Dann denkt man, da kommt... Also vergleichbar wegen mit dem, was du da vermutet hast. Ansonsten Taschenlampen vielleicht noch sowas, aber was das jetzt genau ist... Okay. Kommt kein Glasschneider raus. Gut, dann. Ich kenne dieses Ding nicht und wir könnten mal. Könnten mal. William, Hunger! Ich gehe schon mal in die Pizzeria. Ich bezahle auch die Pizza. wir reden später, wir müssen in die Pizzeria. Ich versuche in der Zeit mal rauszufinden, was das sein könnte. Ja, bitte. Dann auf dem Weg in die Pizzeria haue ich das Bild mal in irgendwelche Technikforen, Handwerkerforen rein. Was ist das? Damit kann man ja die Foren Schlaubi-Schlümpfe immer gut fangen. Mhm.
Ja, wenn wir drin sind, dränge ich mich vor. Ich bezahle, William, ist gar kein Problem. Ja, geht rein, es ist halt so eine, ja, ein sehr kleiner Laden, der eigentlich nur so eine kleine Bedientheke hat und ein paar Stehtische. Es läuft so italienische Musik im Hintergrund irgendwo und es ist irgendwie ein relativ drahtiger, muskulöser Pizzabäcker, schmeißt da gerade irgendwelche Teigfladen hoch und runter und im Hintergrund sieht man also diesen so einen Steinbackofen. Oh, das ist ja richtige Handarbeit hier. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sie wollen die Herrschaften? Kann ich Ihnen helfen? Buongiorno, wir sollen ein Gericht abholen, was bestellt wurde auf Mortifamors. Ah, ja, die Steak. Extra blutig, mit Kroketten und ohne Salat. Stimmt das, William? Ich gucke mich in dem Laden um. Sehe ich irgendwo Kameras? Nein. Ist der alleine? Ja. Zumindest kannst du keine weiteren Personen sehen. Du siehst eine Tür, die irgendwo in so einen Hinterraum führt, aber... Naja, und eine Tür noch, die so ein Klozeichen hat, die auf eurer Seite des Tresens ist. Aber sonst ist keine anderen Leute da im Laden. Jonathan? Ja? Kannst du mal bitte nach hinten gehen? Warum? Naja, ich habe vorhin hier ein Steak bestellt und habe danach über den teuren Teppich gekotzt. Ja, das wird... Ich möchte sehen, wie es in der Küche hygienisch aussieht. Das kann ich dir auch erklären, woran das lag. Das hat nichts mit der Küche und nichts mit dem Steak zu tun. Das können wir gleich regeln. Und während er redet, schiebe ich den massiven Typen zur Seite und gehe nach hinten. Hey, das ist kein Zutritt hier für Kunden. Ja, schon gut. Nein, nix schon gut. Ja, ich gehe einfach weiter. Er wehrt sich ein bisschen, aber du bist halt stärker als er. Ja, du machst die hintere Tür auf, das ist eigentlich nur so eine Art Lagerraum. Also ist kein anderer da? Nein, zumindest hier nicht. Was sehe ich hier? Der Pizza. Scusi. Pizza Heini, komm mal her. Ja? Guck mal da unten. Guckst du nach unten? Da vorne in der Ecke. Siehst du? Da vorne in der Ecke. Mhm. Da. Ja. Dann nehme ich ihn und ramme ihm mein Knie ins Gesicht, so dass er anfängt zu bluten. Ja. Nein, William, nein. So, Jonathan, ich halte ihm die Ohren zu. Ja. Also nicht dem Jonathan, sondern dem Typen. Verdammte Scheiße! Was muss man jetzt machen? Die Eckzähne entblößen und von hinten in die Seite vom Hals beißen, wo die Halsschlagader ist. Das hättest du aber auch machen können ohne die Verletzung, weil er merkt in der Zeit nichts. Mach mal. Moment. Kann ich nicht einfach jetzt... warte mal. Kannst du mal bitte nach vorne gehen und einen Pappbecher holen? Natürlich. Schau ihn fragend an. Geh nach vorne, hol einen Pappbecher, komm zurück. Du hast gesagt, dass man das aus einem Becher am besten trinkt. Und dann hält ich einfach unter die blutende Nase diesen Pappbecher. Dein Handy vibriert, Willi. Ja. Was will denn jetzt schon wieder Siri, Alexa? Holst du raus? Dann muss ich ihn ja loslassen. Also nicht. Aber ich muss ihn eh loslassen, weil ich muss den Becher darunter halten. Ah, im Teufelskreis. Jonathan holt den Becher. Okay, ja. Moment. Wenn ich jetzt loslasse, dann wird er sich wehren. In dem Moment hört es auf und bei Jonathan klingelt es. Also du hast wahrscheinlich eine WhatsApp gekriegt oder so. Ja, dann gucke ich mal, was da... Ja. Williams Nummer... Ja. Der Depp hat nicht aufs Schild geguckt. Was für ein Schild?
Mehr kommt, mehr steht da nicht. Ich schaue da rechts nach links, checke das Handy wieder ein. Was für ein Schild? Ich suche mal im Raum nach irgendeinem Schild. Ja, es gibt halt so die Auslage, halt so quasi so, was es so gibt. Und das siehst du jetzt auch in großen Lettern den Namen der Pizzeria. Pizzeria Alfonso Giovanni. Danke, Dedro, das war eine gute Idee. Ich denke, es ist mir ein Begriff, oder? Ja. Dir gut. Schon. William, lass den Mann los, wir gehen. Jetzt, keine Diskussion. Warum? Bitte, William, einmal auf mich hören. Einmal. Ganz wichtig, raus, jetzt. Aber Alexa wird dann rummaulen? Ist mir egal, wir besorgen was anderes. Okay. Ach, egal. Ich hole meinen Becher raus, helfe dem Mann auf die Füße, sage, entschuldigen Sie, es war eine Verwechslung. Halten Sie bitte kurz, Sie kriegen etwas Geld von mir. Oh, Schweine. Ja, Sie kriegen $100, das war eine Verwechslung. Bitte, entschuldigen Sie, nehmen Sie, halten Sie bitte kurz und ich gucke mal, ob er den Becher hält. Ja, hält ihn. Ja, hier $100 und nochmal, was macht das Steak? Pizza? Was haben Sie bestellt? $2,50. Leg noch mal einen Zehner hin. Ja. Und dann hol den, wenn das schon fertig da stand, den Karton raus und beim, wenn wir draußen stehen, hier, William, trinken, halt ihm meinen Becher hin. Ja, okay. Ich versuch das mal. Ich hoffe, man hört nicht, dass hier gerade die Welt untergeht bei mir. Ein bisschen. Nicht viel. Gut. Nun, das schmeckt eklig. Entschuldige, ich habe gerade keinen Geschmacksstoff da. Das ist... Ja. Aber du, Da musst du jetzt durch. Ja. Okay, warte, ich habe die Idee. Ich nehme die Krokette und tauche sie in den Becher. Ja. Genau deswegen hast du dich übergeben. Normale Nahrung ist nichts für dich. Da musst du dich mit abfinden. Und je öfter du welche zu dir nimmst, desto öfter wirst du dich übergeben. Anders geht's nicht. Also ihr steht noch vor dem Restaurant. Habt ihr doch davor geparkt. Steht vor eurem Auto. Und seht, wie der Typ drin eilig das Telefon wählt. Während wir wieder in der Wohnung sind bei Emma und Medina. Die Putzmänner und Frauen sind gerade fertig geworden und sprühen alles nochmal mit so einem komischen Spray ein, was ungeheuer nach Blumen duftet. Ziemlich penetrant nach Blumen duftet. Aber besser als die Kotze. Ja, Dedro, es gibt den Vorteil, dass man essen kann, aber das hat William nicht. Doch, hat er. Und, ja, und selbst dann kann man es nicht drin behalten, sondern nur länger drin behalten. Also normalerweise kotzt ein Vampir das sofort aus, wenn er es zu sich nimmt, und William braucht halt 20 Minuten, 30 Minuten, bis er es loswerden muss. Ja, mir passt das hier gerade alles nicht. Erstmal mit dem Loch da in der Jalousie und allem und irgendwie, dass wir überhaupt die Portia da auf unserer Seite haben, dass wir da auf die aufpassen müssen und die uns hier nur Probleme macht. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal in den Succubus-Club gehe
und zumindest nochmal diesen Angriff auf uns melde und dabei nochmal ein bisschen was versuche rauszukriegen. Mhm. In dem Moment fliegt die Tür zu Portias Zimmer auf, also das heißt fliegt auf, geht halt auf. Sie steht auf der Schwelle, darf ja nicht raus. Meint, Melina, Emma, William, Jonathan. Was ist denn jetzt wieder? Und ich guck so in ihre Richtung. Entschuldigung, dass ich mich beschäftigt habe und aus dem Fenster geguckt habe, aber ich glaube, da draußen ist irgendwas nicht ganz, wie es soll. Ich stapf in ihr Zimmer, aber wirklich so richtig genervt und schaue aus dem Fenster. Ja, auf den ersten Blick siehst du einfach nur die Skyline von Chicago. Ja, ich finde auch, dieses Haus hätten sie nicht bauen sollen. Nein, da drüben auf dem Hochhaus. Zeigt so eine Richtung. Ich schau da hin. Ja, sie ist ein Hochhaus. Ist halt ziemlich weit weg. Ich zwänge so die Augen zusammen und versuche irgendwie scharf zu stellen. Ich sehe da nichts. Das ist ein Hochhaus. Siehst du nicht den Wasserspeier da oben auf dem Hochhaus? Schau da hin. Der glotzt mich an. Ist da überhaupt ein Wasserspeier? Also du kannst da keinen sehen. Das ist halt ein Hochhaus, das ziemlich weit weg ist. Zwar in Blickrichtung, aber... Jetzt schaue ich so ein bisschen Portia an. Was soll das jetzt werden? Willst du mich verarschen? Nein! Der Wasserspeier da hinten auf dem Hochhaus. Der schaut die ganze Zeit hier rüber. Melina! Ja, bitte. Kannst du mal bitte kommen? Ja. Ja, wenn sie dann im Zimmer erscheint, deute ich auch aus dem Fenster und sage, siehst du dort hinten auf dem Hochhaus einen Wasserspeier, der unsere kleine Portia anstarrt? Ich gucke aus dem Fenster. Und siehst das Hochhaus, allerdings um da irgendwas Genaueres, ist das zu weit weg, um da genau was zu sehen. Also ich sehe das Hochhaus, aber krass, wie gut sind deine Augen, wenn du darauf die Wasserspeier erkennen kannst. Okay, du hast nicht zufällig irgendwie einen Fettstecher oder so, ne? Ich? Also normalerweise bin ich die bespannt wird, nicht die spannt. Der spannt! Portia guckt. Zeigt wieder in die Richtung. Mach dann so aus dem Fenster. Kamera. Ich habe eine gute Kamera. Moment, und ich renne aus dem Zimmer. Kannst du mit dir zoomen? Ja, versuch mal. Hol meine Kamera und versuch daran zu zoomen. Ja. Das ist so ein Spiegelreflex oder was hast du? Ja. Eine richtig gute, große, vernünftige Kamera. Ja. Dann, ich denke, den wird man auch benutzen. Die wird man auch benutzen können. Zoomst du ran. Und kannst tatsächlich, das Gebäude ist sehr modern und tatsächlich steht oben auf dem Gebäude eine Art Wasserspeierfigur, die da irgendwie aber so vom Gebäudestil auch überhaupt nicht hinpasst. Halt eine Statue. Bewegt sich auch nicht. Nein. Dann reiche ich die Glotzt Kamera aber tatsächlich in eure Richtung. Ja, ich reiche die Kamera rüber zu Melina, schaue Portia an und warte dann auf Melinas Reaktion. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Drache und Troll. Mit riesengroßen Glubschaugen und angelegten Schwingen. Oh, die Gargoyles, das habe ich als Kind immer gerne geguckt. Ich auch. Weil kann ich denn noch mehr, was an dem Gebäude steht? Steht er da einfach auf dem Dach oder auf irgendeiner Etage? Und kann man sehen? Der steht oben auf dem Dach, ja. Oben auf dem Dach. Okay, kann man sehen, was das für ein Gebäude ist? Also steht da irgendwie ein Firmenname dran oder ist es... Nee, es scheint irgendwie ein Wohngebäude zu sein.
Wohngebäude sogar. Ja, so ein Wohntower. Okay. Vielleicht ist es auch ein Bürogebäude, aber es steht auf jeden Fall kein Firmenname draußen dran. Okay. Weil kann ich irgendwie, wenn ich noch mal so ein bisschen an dem Gebäude runtergucke, irgendwie sehen, was das für eine Hausnummer ist? Also Straße? Ja, so gut ist der Zoom von der Kamera jetzt auch nicht. Vor allen Dingen sind da unten auch noch andere Häuser dazwischen. Ja, das macht Sinn. Dann borge ich mir mal einen Laptop aus und versuche auf Google Maps das Haus wieder zu finden. Ja, das ist kein Problem. Und da Informationen drüber zu kriegen, was das für ein Haus ist. Ja, das ist wohl tatsächlich so ein Bürogebäude, wo mehrere verschiedene Firmen irgendwie beheimatet sind. Irgendwie die meisten irgendwelche Aktienfirmen, also ganz viel Bankerkram und so ein Paketlieferdienst ist unten in der ersten Etage beheimatet. Sowas. Und Versicherungen. Ich notiere mir die ganzen Firmen mal. Ja. Habt ihr gesehen, wie der glotzt? Ja, der guckt hier irgendwie her. Das stimmt schon. Guck einfach mal zurück. Ich mache ja schon. Sehr gut. Ich flüstere so zu Melina rüber. Meinst du nicht, dass das etwas komisch ist? So ein komisches Vieh, was uns anglotzt. Das Licht. Das halte ich für sehr komisch. Deswegen würde ich jetzt gerne, wenn du nichts dagegen hast, mich aufmachen in den Succubus-Club und nochmal mit unseren Kollegen da sprechen und denen zumindest erzählen, was uns hier gerade alles untergekommen ist. Etwas aufgebrachter und damit auch lauter würde ich sagen, natürlich habe ich etwas dagegen. Du gehst nicht alleine und vor allem lässt du mich nicht alleine mit diesem Kind. Na gut, dann warten wir, bis die anderen beiden wieder da sind und dann lassen wir die babysitten, während wir auf Tour gehen. Ich kann ja mal anrufen und ein bisschen Druck machen. Ich gehe aus dem Zimmer und wähle Jonathans Nummer. Und murmel dabei und wehe, er geht nicht ran. Ja, Jonathan ist klingelt. Ja, das ignoriere ich im Moment gerade. Dann geht dieser Anrufbeantworter dran. Ja, da lege ich natürlich wieder Feuer auf und wähle wutentbrannt Williams Nummer. Ja, William, dein Handy klingelt. Alexa, Siri, ich rede nicht mehr mit dir. Anrufbeantwort. Boah, die werden was erleben. Es ist so einfach, Zwietracht in eine Vampirgruppe zu sehen. Ja. Warum mussten wir denn jetzt so schnell weg? Ja, wir gehen jetzt so 10 Schritte vor der Pizzeria. Ich drehe den Willen so der Schulter rum. Lies mal. Den Nachnamen von Alfonso. Ja. Wie war nochmal der Nachname? Giovanni. Das ist ein äußerst mächtiger und ein sehr unangenehmer Vampirclan. Mit denen macht man keine Scherze und mit denen legt man sich nicht an. Da trinkt man kein Blut, da furzt man nicht. Was William gerade gemacht hat. Er wollte trinken, oder? Er hat ja schon getrunken von dem Becher. Ja, von dem Becher, ja. Aber das weiß ich nicht mehr, wenn man das nachvollziehen kann, ob das... egal, wie dem auch sei. Deswegen so schnell wie möglich weg. Und wenn du nochmal irgendwo den Namen Giovanni drauf siehst, einfach nicht reingehen. Aber dann kann ich aber auch keinen europäischen Fußball mehr gucken. Wieso? Da gibt es ganz viele Giovannis. Giovanni Trapattoni zum Beispiel. Der Nachname ist wichtig, wenn der Nachname Giovanni ist. Und nur zugucken wäre jetzt nicht schlimm, aber das sind Vampire, die sich auf, sagen wir, dunkle Themen spezialisiert haben. Und
ja, in der, so was wie die Mafia darstellen. Ich weiß nicht, inwiefern du mit so welchen Kontakt haben willst. Mit der Mafia? Wer will denn schon mit der Mafia Kontakt haben? Merkst du was? Ja. Ja, schon ein bisschen was. Ja. Hast du meinen Becher leer? Dann hätte ich ihn aber gerne wieder. Natürlich, natürlich. Na, stecke ich ihn wieder ein. Es schmeckt immer noch scheiße. Ich weiß, tut mir leid. Ich werde jetzt mal Emma zurückrufen. Es klingt Auto immer. Setzen und losfahren. Ja, das wäre gut. Ja. Emma? Aha, der Herr spricht also mit mir. Sehr schön. Das kann ich ja toll finden. Oder auch nicht. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was hier abgeht? Nein, wir sind ja nicht da. Ach, und man geht ja auch nicht ans Telefon, weil es ja vollkommen uninteressant ist, was hier abgeht. Wir hatten hier Schwulitäten. Aber was ist, kann ich denn für dich tun? Eure Uferseite interessiert mich knapp eine Pommes. Ganz ehrlich, Probleme. Halb tot hier. Halb tot. Da drüben auf dem scheiß Hochhaus hockt irgend so ein Drachentroll-Vieh, was Porsche anstarrt. Wir finden hier komische Dinger. Und überhaupt will jetzt auch noch Melina abhauen und mich hier alleine hocken lassen mit diesem Kind. Also kommt endlich zurück. Ja, mit 10 Minuten werden wir da. Ich gebe euch 8. Ja, das ändert nichts an der Fahrzeit. Dann sind wir 2 Minuten zu spät. Aha. Und man kommt nicht zu spät, ich leg auf. Ja, weil du auch in Deutschland warst. Egal. Emma hat schlechte Laune, William. Ja, euch kommt gerade ein Polizeistreife entgegen, als ihr um die nächste Ecke schreibt. Also mit Blaulicht. Gucke andere Richtung gucken, William. Gucke irgendwie so an die andere Straßenseite von der Polizei weg. Was interessiert mich die Laune? Weißt du, dass ich auch schlechte Laune habe? Ich verpasse gerade den Main Event von WrestleMania. Mhm. Und weißt du, wie schlimm das für mich ist? Und das alles sehr. Nur, weil Siri, Alexa eingeschnappt ist. Vielleicht kannst du ja drohen, dass du dir eine rosa Hülle anziehst. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich habe manchmal Siri, meine Momente. Alexa, starte das WWE Network, sonst ziehe ich dir eine rosa gepinkt Hülle an. Wage es dich ja nicht, erscheint auf dem Display. Also, mach an. Können wir bitte beim Apple Store halten? Apple Store. Ihr habt aber nur 10 Minuten, um zu Emma zu fahren. Ja, sie sagte, wir sollen in 8 Minuten da sein. Wir brauchen schon 10, ergo sind wir 2 Minuten zu spät. Das ist mir egal. Ich brauche ein pink getüpfeltes Cover. Ja, dann texte ich schnell immer an komm später, Priorität, William braucht eine rosa Handyhülle. Ja, Melina hört aus dem Nebenraum ein hysterisches Kreischen. Was denn jetzt? Dieser Jonathan meint ernsthaft eine pink getüpfelte Handyhülle und ich halte ihr so ganz dicht, wutentbrannt stapfe ich in den Raum und halte ihr ganz dicht das Handy vor die Nase, sodass sie, ja, wenn sie sehr schlechte Augen hätte, vielleicht lesen könnte, was auf dem Display steht. Er meint tatsächlich, eine pink getupfte Handyhülle wäre wichtiger. So jetzt. Ich schreibe der Befehl denke, von William. Ich denke, diese Männer brauchen dringend eine Überprüfung ihrer Prioritäten.
Oh, weißt du was? Ich freue mich schon so doll auf den Einlauf, den du denen verpasst, wenn die wieder reinkommen. Ach, was wird ein Heidenspaß. Kriegt jemand anderes Ärger außer mir? Oh, ja. Wenigstens etwas. Dann ist hier wenigstens mal was los. Hast du ein Gewehr oder eine Pistole, Emma? Glaub mir, und ich stapfe wütend auf und ab. Die brauche ich nicht. Ich meine wegen dem Vieh, was mich anglotzt. Aber ich ziehe einfach die Vorhänge zu. Nee, ich bleib stehen und schau mal nach draußen. Ja, was machen wir denn jetzt deswegen? Ich guck noch mal durch den Zoom von der Kamera. Sieht das irgendwie aus, als würde sich das bewegen? Mach doch mal einen Perception- und Awareness-Wurf. Damit wir heute mal gewürfelt haben. Kleinen Moment, ich brauche den Befehl noch eben. Mhm. Ja, die Cops könnten die Adresse haben, ja. Immerhin hat William ja ein Steak an Emmas Adresse bestellt eben. Eben nicht. Eben hat er die Adresse noch nicht genannt. Davor. Ah, davor schon, okay. So, null Successes. Dann, das Ding hat sich nicht bewegt. Ich weiß wirklich nicht, was dieser Bot gegen mich hat. Immer macht er mir meine Pläne kaputt. No. Steht da immer noch und glotzt in eure Richtung? Ja, dann ziehe ich jetzt den Vorhang zu. So, und was soll ich jetzt machen? Nach draußen gucken ist auch nicht mehr. Mein Handy habt ihr weggenommen. Das Buch ist langweilig. Beziehungsweise du Johnson hat es wiedergegeben. Du wolltest doch den Vorhang schließen. Du hattest doch Schiss vor dem Ding. Wir können das wieder aufmachen. Da kannst du weiter das Ding angucken. Ich will nur irgendwas zu tun haben. Soll ich die Rauffasertapete angucken? Dann finden wir heraus, warum dieses Ding uns anguckt, ohne dieses Zimmer zu verlassen. Wie soll ich das denn machen? Darüber könntest du ja mal nachgrübeln. Und, okay, und alles klar. Das Bild hoch, was ich unter dem Mantel gefunden habe. Finde heraus, was das ist. Eine Penispumpe? Ich schaue überlegend auf das Gerät. Das ist nicht zufällig ein Bild von dem Ding, oder? In meinem Kopf passieren wirre Formen gerade. Das verändert sich gerade ein bisschen. Längliches, zylinderförmiges Kreis. Und vorne ist ein Saugstutzen, stimmt schon, aber der Diamant, der sich bewegt, passt halt nicht wirklich. Kommt auf die Vorlieben an. Das stimmt. Das konnte auch nur Jonathan Bauer jetzt sagen, dieses Sänger. Ja. Also, wenn du beweisen kannst, dass das eine Penispumpe ist, dann erlasse ich dir einen Tag Hausarrest. Und wenn es keine ist, dann nicht? Dann darfst du gerne den Tag erlassen bekommen, wenn du herausfindest, was es wirklich ist. Krieg ich mein Handy? Ich schaue zu Melina. Nein, das ist ein Kassett. Na toll. Internet braucht sie schon. Ich nehme auch einen Laptop. Du darfst den PC benutzen, wenn du versprichst, zu niemandem Kontakt aufzunehmen. Das Prinzip vom Internet hast du aber verstanden, ja? Ja, das heißt nicht, dass man mit jemandem chatten muss oder so.
Das ist doch der Sinn vom Internet. Nein. Sondern? Dass du herausfindest, was ich wissen will. Ohne mit Leuten zu kommunizieren. Richtig. Du wolltest doch ein bisschen Spannung, Spaß und Spiel. Man will es dir ja auch nicht zu einfach machen, nicht wahr? Okay. Ich werde mit keinem kommunizieren. Wo ist der Laptop? Im Wohnzimmer. Oh, ich darf ins Wohnzimmer, wie freundlich. Geht dann ein bisschen so tussihaft an dir vorbei. Wenn du dich nicht benimmst, dann mache ich das wieder rückgängig. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Aha. Schüttelt mit dem Kopf und geht Richtung Laptop. Ich schaue zu Melina. Ich wusste schon immer, dass ich keine gute Mutter wäre. Naja, das ist ja jetzt auch mit gesteigerter Schwierigkeitsstufe eingestiegen, ne? Man direkt fängt in der Pubertät. Fängt ja normalerweise nicht direkt in der Pubertät an, ne? Genau, ja. Also in der School of Rock sind die alle nicht so ätzend. Das sage ich dir. Ja, bei allen von euch klingelt das Telefon, also ihr kriegt alle eine Nachricht. Ein Pfeil, das man öffnen soll. Von welchem Absender denn? Unbekannte Nummer. Ich mach das nicht auf. Ich schon, ich bin neugierig. Und Jonathan? Ich würde erstmal Virenscanner bzw. Malware-Scanner drüber laufen lassen. Keine Malware. Guck ich mal. William? William Mortifamors am Apparat? Ja. Du hast eine Datei bekommen. Du hast eine Datei bekommen, ja. Auf deinem Display erscheint so ein Smiley. Do! Also genau so ein GIF von Homer Simpson. Do! Ich dachte Captain Picard Facepalm Meme. Ja. Davon gefolgt. Alles zusammen. Also William geht wahrscheinlich nicht ran, weil er nicht checkt, was es ist. Jonathan und Emma gehen dran, Melina nicht. Das heißt, Jonathan und Emma kriegen eine Datei, die sich öffnet, die so ein bisschen altbacken aussieht. Es wäre so auf Papyrus geschriebene Schrift und eine offizielle Einladung zum Elysiumstreffen morgen Nacht. Und unterschrieben von Moment, jetzt muss ich den Namen nochmal suchen. Nicht vom Prinzen, sondern von Maureen. Wow! Der verrückten alten... Von der Katzenlady, ja. Zumindest bei euch beiden war es die Katzenlady. Die anderen haben es ja nicht aufgemacht. Eine Uhrzeit steht keine drin, oder? Nein. Und wir wissen aber, dass Elysium im Succubus-Club ist. Mhm. Ja, gut, dann so früh wie möglich dahin. Ja. Wir sind eingeladen, William. Wo? Zum Treffen, das bereits erwähnt wurde. Welches Treffen? Gehe ich mal her. Vom Elysium! Ach, das ist doch... du hattest doch mal erzählt, ich glaube, da war ich auch schon mal, dass das so eine Art Friedensding ist, oder? Also der Platz, an dem es stattfindet, ist eine Friedenszone, richtig.
Ob also das Treffen so friedlich verläuft, sei mal noch dahingestellt. Aber wenn doch das eine Friedenszone ist, dann ist es doch da auch friedlich. Ja, man kann zumindest verbal andere Menschen, andere Mitglieder angreifen, die seiner Meinung nach was falsch gemacht haben. Man darf nur nicht tätlich werden. Okay, aber was passiert denn, wenn man den Raum verlässt und einfach vor der Tür wartet, bis der rauskommt und ihn dann umhaut? Zumindest greifen dann die Elysiumsregeln nicht mehr. Was dann für andere Regeln greifen, kommt drauf an. Aber glaub mir, die an den Treffen teilnehmen, wenn du die umhaust, kommt die Antwort postwendend. Ja, okay. Gehen wir mal davon aus, wir gehen dahin. Ja. Das ist eine Einladung. Klar gehen wir dahin. Aber vorher gehen wir zum Apfelstore. Ja, ja, das ist ja für morgen die Einladung. Ach so. Na, wir sind ja schon quasi an der Ding ist gerade ins Parkhaus des Gebäudes von Emmas Apartment. Es sei denn, ihr wolltet jetzt wirklich vorher noch bei dem Apple Store vorbei. Ja, ja. Okay, dann nicht. Ja, dann werdet ihr da jetzt irgendwie auf dem Parkplatz fahren. Hier ist der Store, da ist die Bar. Die Genius Bar. Aber wir wollen nichts repariert haben, wir wollen ja wirklich was erwerben. Genau, genau. Ich gehe mal dahin. Mhm. Guter Mann? Womit können wir Ihnen helfen, ja? Ich brauche für meine Alexa Siri unbedingt. Meine Mama Alexa guckt ja so ein bisschen skeptisch. Und sofort eine rosa Hülle. Vielleicht mit Tüll? Ja, ich glaube, sowas haben wir noch. Holst du eine Auslage raus, wo halt wirklich so was Ähnliches auch drin ist. So ein Quietschpink. Sind Ponys drauf. Außerdem noch. Okay, das ist sehr gut. Dann nehme ich das. Ja, es summt in deiner Handytasche. Ja, ich gucke drauf. Es steht wieder ein Wages dich ja nicht. Sonst? Ja, keine Antwort. Nein, du hast es nicht anders gewollt. Ja, $60. Jonathan, hast du $60? Natürlich, William. Ich krame in meiner Manteltasche. Wo habe ich denn meinen Geldbeutel? Zieh den Becher raus. Moment, halten Sie mal bitte kurz. Mhm. Suche in der anderen Tasche, hol den Geldbeutel, gebe dir $60. Ja, entschuldigen Sie. Oh ja, das ist meiner. Danke. In den Becher wieder. Mhm. William konnte sich übrigens eben noch einen Blutpunkt wieder aufschreiben. Er hat ja so einen Becher getrunken. Okay. Ja, dann bezahlen wir die Hülle, gehen raus. Mhm. Ja. Und Alexa Siri hat jetzt ein neues Gewand. Ja. Bist du noch hungrig, William? Ich glaube nicht. Auf dem Display bei Williams Handy erscheint ein Grrrr. Wer nicht hören will, muss fühlen, Alexa Siri. Und sei froh, dass ich dich nicht anders nenne. Heidi. Ja, Weg zum Auto, trinke ich den Becher leer und. Ja, kannst du auch wieder einen Blutpunkt aufschreiben. Dann fahren wir zu Emma. Ja, bei Emma und Melina wird noch etwas zwischendurch passieren. Und zwar hört ihr Rumoren vom Gang. Von draußen vor der Tür. Ja, da sitzt ja noch der Prias. Chantal Kevin raus. Für die Cindy gerade. Guck mal durch den Türspion raus. Sitzt er da noch?
Ja, der sitzt da nicht, der steht und unterhält sich gerade mit einer anderen Gestalt, die du aber aus dem Spionenwinkel raus nicht erkennen kannst. Siehst halt noch den Schatten, den er in die Gestalt wirft. Kann ich ganz leise die Wohnungstüren spalt öffnen und gucken, ob ich das hören kann? Also, ob ich was hören kann. Ja, machst du auf und ja, hörst du so ein paar Wortfetzen, so, was willst du hier, verpiss dich. Und dann, ich muss zu meiner Muse, meine Muse ist in Gefahr. Wer spricht hier was? Ja, das erste war der Prias, das andere war die andere Gestalt wahrscheinlich. Die Muse, aber der Erschaffer von Dingens ist doch tot. Hm? Von Emma auch. Von Emma, er ist tot, ja. Von Portia doch angeblich auch. Ja. Das ist der Typ aus dem Club. Kommt mir die Stimme dann irgendwie bekannt vor? Ich kenne die. Glaub, du hast die noch nie gehört, nee. Dann schließe ich die Tür wieder. Geh zu den beiden ins Wohnzimmer. Und du siehst irgendwie, wie mit affenartiger Geschwindigkeit sich irgendwie die Bilder auf dem Rechner irgendwie öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen und die Finger in schneller Geschwindigkeit über die Tastatur gehen. Scheint die Maus auch gar nicht zu benutzen, sondern nur die Tastatur. Ja. Ist einer von euch die Muse von irgendeinem komischen Typen? Da steht einer im Flur, der angeblich ganz unbedingt zu seiner Muse muss. Was ist deine Muse? Wie sieht der aus? Kann ich so genau erkennen. Guck doch mal selber durch den Türspion. Ja, gehe ich zum Türspion, also zur Tür und schau durch. Ja, wie gesagt, du kannst den Prias sehen, aber die andere Gestalt nicht. Das ist doch dieser Typ, den Portia gerufen hat. Ne, der andere, ja, das weiß ich selber, dass die den gerufen hat. Der andere, der da steht. Ich sehe keinen anderen. Ja, hörst auch noch so Wortwechsel. Ich lass dich hier nicht vorbei. Bist hier nicht willkommen, verpiss dich. Dann mach ich die Tür auf. Machst die Tür auf und siehst jetzt auch auf den Gang raus und die andere Gestalt, mit der Prias sich unterhält. Und das ist in der Tat der bekannte, dir bekannte, merkwürdige, storchengangmäßige Kaiser. Und als er dich sieht, ja, da ist sie doch, da ist sie doch! Emma, Emma! Was tun Sie hier? Ich wollte eine Nachricht überbringen. Ja, der lässt mich nicht vorbei. Sag ihm, du bist meine Freundin und ich kann vorbei. Sprich Freund und tritt ein, könnte man sagen. Ich wollte gerade sagen, ich flüster ganz leise, wie schon, pass. ich gucke die beiden an. Was soll das hier überhaupt? Seit wann bist du mein Leibwächter und seit wann... Oh, das bin ich nicht. Nein, du bist nur meine Muse. Ja, soweit waren wir schon mal. Was ist das für eine Nachricht? Vor dem da? Ehrlich? Guckt den Prias so von oben bis unten so abschätzig an.
Ganz unter uns. Der hat sie nicht alle. Sag, da gebe ich dir recht. Sagt der Kaiser. Zu. Aber das beruht ja scheinbar hier noch bei anderen Personen. So. Also, was jetzt nun? Ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe da drin noch andere Probleme. Ja, das Elysium. Hast du die Nachricht gekriegt? Ja, das ist eins dieser Probleme. Mhm. Ja, ich weiß, worum es geht. Worum denn? Das kann ich jetzt hier so nicht so offen sagen. Warum nicht? Guckt halt so über den doch etwas breitschulterigen Prias, also im Vergleich zum, der Kaiser ist halt relativ ja schmächtig und guckt immer so rechts und links irgendwie hoch an dem und macht immer so. Ach, meine Güte. Ich zeige auf Prias. Du kommst rein, aber sobald ich dich der Wohnung verweise, verschwindest du wieder. Haben wir uns verstanden? Oh, ich darf rein, aber ich soll hier vor der Tür warten. Haben wir uns verstanden? Wieso darf der rein und ich nicht? Psst. Und ich schaue wieder Prias an. Haben wir uns verstanden? Mein Auftrag ist, vor der Tür zu warten, nicht reinzukommen. Ich beauftrage dich jetzt hereinzukommen und wenn aber ich dir sage, du hast mir nichts zu sagen. Ich wende Geschwindigkeit an und lege ihn auf den Boden. Okay. Bitte. Eine Dexterity und Brawl. Arme Prias. Könnt ihr den nochmal einblenden? Oh, 3 Erfolge. Ja, damit sollte es dir wohl gelingen, ihn in einem wahnsinnig schnellen Satz nach vorne ihn von den Füßen zu holen. Krachend fällt er auf den Flur. Boden. Dann würde ich mich über ihn hocken, die Zähne ausgefahren und ihn so anfauchen. Du hast jetzt die Wahl, entweder du kommst rein oder du verschwindest. Das ist mein Bereich. Rollst du mit den Augen? Dann gehe ich lieber. Tschüss. Und ich stehe auf und warte, bis er wirklich geht. Geht, betritt den Aufzug und fährt nach unten. Und jetzt zu dir und ich drehe mich zum Kaiser rum. Selbes Prinzip. Du kannst reinkommen, aber wenn ich sage, du verschwindest, dann verschwindest du. Der guckt gerade so total verzückt in deine Richtung. Irgendwie so, haha. Also er hat ein total weißes Gesicht, aber wenn der irgendwelche Gesichtsfarben annehmen könnte, werden sie wahrscheinlich so puderrot oder so. Ja, kann das die Wohnung meiner Muse gucken, ja. Und er geht dann storchenhaft so hinter dir her, ganz langsam. Ich verleihe die Augen, schüttel den Kopf und gehe etwas genervt hinter ihm her und schließe dann die Tür. Darf ich vorstellen, Melina, Kaiser. Melina und das da ist Porsche. Die Freunde meiner Muse. Es ist mir eine Ehre. 3 Damen auf einmal in einer so schönen Wohnung. Oh mein Gott. Ich werfe Melina einen vielsagenden Blick zu. Worum geht's jetzt bei diesem
Elysium oder wie das heißt. Ja, das ist ja gerade so auf diesem oh mein Gott, oh mein Gott, und dann schlagartig wird er normal und schaut ihm mit relativ düsterer Miene ins Gesicht und meint: Ihr seid im Arsch. Sie klagen euch an wegen Maskeradebruch. Weswegen? Wegen Maskeradebruch. Wie soll dieser vonstatten gegangen sein? Das weiß ich nicht. Ich schau mal so zu Portia und dann zu Melina. Portia guckt so über die Schulter, während sie weitertippt. Zuckt mit den Schultern. Ich habe Informationen von den Nosferatu bekommen. Sie haben euch gesehen? Und bei was? Beim Maskeradebruch. Diese Aussagen, dieser... Ich habe nicht genug Geld gehabt, um sie zu bezahlen. Und fällt so auf die Knie. Ich hab nicht genug Geld gehabt, um sie zu bezahlen. Ich hab nur diese Informationen von ihnen bekommen. Es hat mich halt den Club gekostet, den ich gekauft habe. In dem du immer so schön singst, jetzt werde ich dich nie mehr da hören können. Du weißt schon, dass du auch in den Club gehen kannst, ohne ihn zu kaufen. Ja. Gut, das wollte ich nur sicherstellen. Dann ist es nicht mein Club. Ich hör's mir, was machen wir denn jetzt? Ich wollte nur warnen. Dass ihr euch vorbereiten könnt. Ist irgendwie asozial, wenn man nicht vorbereitet ist. Da hast du recht, vielen Dank. Ich freue mich, dir geholfen zu haben, und rappelt sich wieder auf. Und macht dann so, vielleicht kriege ich ja einen. Dankeschön? Ja, natürlich. Vielen herzlichen Dank. Und dann gehe ich zu Melina. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sehr schön, da sind wir schon zwei. Dieses Kind bringt nur Ärger. Welches Kind? Sagt wer? Warst du mir untreu, Emma? Sind wir ein Paar? Habe ich was verpasst? Ich dachte schon. Ich nicht. Wir haben uns erst einmal gesehen und es tut mir leid, aber sie sind doch etwas zu alt für mich. Sie hat gesagt, dass wir... Sie hat also recht! Du Schlampe, du! Wendet sich um und geht raus. Starksten Schrittes. Da und Jomeline an. Was ist hier los? Ich hab's auch nicht verstanden, aber ich weiß nicht mal, woher du den kennst. Also. Ich kenne ihn nicht wirklich. Und ich lasse mich auf die Couch fallen. Ich habe ihn einmal gesehen in dem Club und davon weißt du? Okay. Ja. Die Haustür fliegt krachend in die Angel. Also, Melina. Das hast du ja richtig gut hingekriegt. Du bist ruhig. Melina, du bist das einzige weibliche Wesen, mit dem ich noch engeren Kontakt habe. Du musst jetzt die Position meiner besten Freundin annehmen. Was soll das alles? Was soll der Scheiß?
Ja, komm. Ich tätsche hier so ein bisschen unbeholfen die Schulter. Wollen wir uns mal hinsetzen? Hast du ein Taschentuch? Ich sitze schon und ich heule nicht. Ja. Jonathan und William sind inzwischen wirklich dann jetzt in die Einfahrt des Parkgebäudes gefahren. Ja. Und ihr seht in der Parkgarage eine Gestalt, die ebenfalls gerade irgendwie da so also als er aussteigt, auf demselben Parkdeck halt herumläuft. Und zumindest William kennt die Gestalt. Es ist der Kaiser. Der Kaiser? Der weiß bestimmt, wo die Kaiserin ist. Mit der habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Irgendwie also, sagt mir mein Bauch, dass wir genug Probleme haben. Aber mach nur, mach nur. Der Kaiser! Ja, starksten Schrittes kommt der Kaiser in deine Richtung. Also, wunderbar, dich zu sehen. Man merkt, dass er so, dass das Weiß in seinem Gesicht so von Tränen etwas verlaufen ist. Anscheinend Schminke. Was ist los? Sie hatte recht. Wer hatte recht? Sie. Wer ist sie? Na, sie. Sie hat gesagt, lass dich nicht auf sie ein. Sie benutzt dich nur und wird auf deinen Gefühlen herumtrampeln. Ich habe gesagt, nein. Ist die tollste Frau der Welt. Will für immer mit dir zusammen sein. Kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Da hat sie mich ausgelacht und hat gesagt, du kommst schon auf allen Vieren zu mir zurückgekrochen. Und das Schlimme ist, ich werde es jetzt wohl machen. Du gehst also jetzt zur Kaiserin? Ja. Kannst du mir vielleicht sagen, wo sie ist? Nein. Das ist nicht sehr höflich von dir, aber... Ich weiß ja nicht, ob du schon wusstest, aber ich weiß nicht, von wem du redest. Doch, ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Bei ihr? Ja, selbstverständlich. Aber sie ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Ne, das macht ja nichts. Sie muss ja nicht sprechen. Sie kann einfach ganz still da sitzen und sich den Wrestling... Wir reden aber schon von derselben Person, oder? Ja, wir reden von ihr. Ja, und sie und still da sitzen. Ja, meinetwegen kann sie auch auf und ab laufen, während sie Morte Famors bewundert, den Wrestling. Champion of the World. Ah, das hatten wir schon. Möchtest du nun, dass ich dir helfe oder nicht? Ich glaube, du kannst mir nicht helfen. Ich kenne sie. Ja, das weiß ich. Ich war dabei. Das tut übrigens immer noch weh, was du gemacht hast. Das war ein Versehen. Das hat sie auch gesagt. Na, siehst du. Also, wo ist sie? Das darf ich dir nicht sagen. Dann sagt Jonathan. Jonathan? Ja? Frage, wo sie ist. Wer? Sie. Wen? Die Kaiserin. Wen soll ich fragen? Ihn. Den Kaiser. Ja. Beziehungsweise kenne ich den schon, weiß ich es gar nicht.
Nee, ich glaube nicht. Entschuldigen Sie bitte, ich soll Sie fragen, ob Sie wissen, wo Sie ist. Also nicht Sie, sondern die natürlich. Andere Sie. In dem... Er weiß es. Nun, dann soll er sagen. Ja. Ich gucke den Kaiser an. Irgendwie komme ich mir seltsam vor, aber Sie haben es ja gehört. Ich mir auch. Hält er mich für bescheuert? Ich weiß nicht, aber... Denkt ihr, ich bin Gaga? Denkst du, ich bin Gaga? Entschuldigen Sie. Ich würde selbstverständlich niemals denken. Das hat sie auch gesagt. Na, sag ich doch. Also, wo ist sie? Entschuldige, William, aber ich denke, die Höflichkeit gebietet erstmal, dass wir uns einander vorstellen. Ich bin Dr. Jonathan Bauer, Doktor der Parapsychologie. Das weiß ich. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen. Oh, das ist ziemlich erschund. Das freut mich nicht. Sie irren da an der Seite, da zählt ihr so 15 Seiten auf und zitiert das genau auswendig, was du da geschrieben hast. Das ist völliger Unsinn. Das entbehrt jeglicher Logik, was sie da geschrieben haben. Das würde ich gerne mal mit ihr diskutieren, wo sie ihre Quellen herbeziehen. Und gut, ich denke mal, ich habe mittlerweile ja auch eine andere Auffassung von meinen damaligen Büchern. Ja. Sie müssen verstehen, ich war noch ein Mensch, als ich das schrieb. Ich kannte zum Beispiel die gesamte Kultur der Vampire nicht. Und das erklärt vieles. Ja, richtig. Ich würde ja neue Bücher schreiben, aber das wäre ein Maskeradebruch. Deswegen tue ich es nicht. Ja. Kannst du jetzt mal aufhören mit dem Smalltalk? Und ja, entschuldige. Entschuldigen Sie. Also ich habe mich ja jetzt vorgestellt. Sie wissen dann zwar, wer ich bin, aber wer sind denn Sie? Das ist der Kaiser. Der Kaiser. Höchstpersönlich. Herr Kaiser. Ja, dann bitte, William. Wieso bitte, William? Du sollst fragen. Ach so. Ja, wo sie jetzt ist. Genau. Schuhe zu Kaiser rüber. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich muss gehen. Nein, Kaiser, das geht doch nicht. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Na gut, du kannst ja später gehen. Nein, jetzt. Aber ich kann dir doch helfen. Aber ich hab euch doch gerade geholfen. Wobei? Na, bei der Elysium-Sache. Welcher Elysium-Sache? Stimmt, ja, der Dedro hat eine gute Sache gerade eingewendet. Jonathan hat aus der Erzählung von William hat er gedacht, der Kaiser wird Remer. Aber gut, jetzt wo du ihn siehst, ich weiß nicht, ob du... Ja. Deswegen, ja, welcher Elysium-Sache? Ihr seid angeklagt. Inwiefern? Wegen Maskeradebruch. Guckt sich so. Psst. Immer so ein lautes. Jonathan? Ja. Was genau ist ein Maskeradebruch? Eine schwerwiegende Straftat. Das Problem an der Sache ist, wenn die Gerüchte stimmen, die ich gehört habe, dann ist sie auch in Schwierigkeiten und das kann ich nicht dulden. Wie können wir da helfen? Indem ihr euch gut vorbereitet auf das Elysium. Inwiefern könnten wir uns vorbereiten?
Weiß nicht. Ich weiß also, zu wenig. Ich hatte nicht genug Geld. Ich habe die Bar schon verkauft für diese Information. Kann man so etwas wie ein Verteidigungsplädoyer halten? Bestimmt. Ich darf ja leider mal nicht da rein. Ich war noch nie da rein. Wieso dürft ihr nicht ins Elysium? Weil sie mich nicht da reinlassen. Aus welchem Grund? Wieso sollten sie? Es ist nicht erlaubt, dass ich bei sowas teilnehme. Seid ihr nicht von der Kamarilla? Doch. Was für ein Grund, außer denn ihr seid ein Vogelfreier, oder? Nein. Fällt mir irgendeine bekannte Position ein, die nicht ins Elysium darf? Ach, es dürfen jede Menge Leute nicht ins Elysium. Aha, okay, gut. Zum Beispiel Menschen. Wäre das naheliegendste. Aber er sieht nicht so aus wie ein Mensch, oder? Nee. Eine Frage, wenn ihr gestattet, Kaiser. Ihr seid nicht von Haus und Clan, oder? Nein. Gut, dann... Wieso? Interessenshalber. Habt ihr den Gargoyle entdeckt? Nein. Wo? Auf dem Hochhaus? Du weißt aber, das habe ich dir erzählt, dass da irgend so ein Vieh hockt. Ja, irgendein Vieh ist ja relativ... Aber ein Gargoyle sagt mir definitiv was. Aha, da müssen wir vorbei, William. Wo? Bei dem Gargoyle. Okay. Dann kann ich ja jetzt gehen. Eine angenehme Nacht und den Segen der Nacht wünsche ich euch. Nein! Nicht den Segen der Nacht? Was denn? Meinetwegen doch, aber hast du ihn jetzt gefragt, wo sie ist? Ach so, ja. Er hält mich immer noch für dumm, oder? Es geht nicht, ich kann euch das nicht sagen. So, und jetzt entschuldigt uns das bitte. Also... Noch eine Frage, wenn ich euch als Zeugen laden würde für die Anhörung, dürftet ihr auch nicht ins Elysium. Oder doch, das wäre... Würdet ihr mir das für mich tun? Aber nur? Jonathan sagt nur, wenn er verrät, wo sie ist. Nein, nur wenn... Allerdings würde ich dann ihr helfen, nicht wahr? Ich denke, ihr wollt ihr helfen. Ich habe ihr schon geholfen und sie hat mich einfach so abserviert. Wer ist die? Dann zeigen sie ihr doch, wie gut sie anderen helfen können, damit sie ihr zeigen, was sie verloren hat, weil sie eure Hilfe ausschlägt. Das habe ich ja schon und sie hat mich einfach so fallen lassen wie eine reife Kartoffel. Pack! Und sie hatte recht. Weiß ich für mich, was die Strafe ist für Maskeradebruch? Ist es zwangsweise Vernichtung oder kann das auch andere Strafen geben? Also ihr seid ja relativ gut geschützt durch den Prinzen selbst. Ja, aber der kann dann, glaube ich, auch nichts mehr machen. Also kommt drauf an, wie ernsthaft die Anschuldigungen sind und wie gut sich das beweisen lässt. Das Problem ist, dass wir uns nicht vorbereiten können, wenn sie nicht sagen, uns nicht sagen, welche der wahrscheinlich 100 Maskeradebrüche, die wir begangen haben, denn jetzt gerade vorgelegt wird. Ich konnte nicht mehr in Erfahrung bringen, es hat zu viel gekostet. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir danken euch ja überhaupt schon, dass ihr uns diese Informationen gegeben habt. Wie gesagt, sie ist auch in Gefahr. Vielleicht können wir etwas herausfinden, was sie ihr hilft, wenn ihr möchtet. Ja. Ja. Na, dann danke auf jeden Fall, Herr Kaiser.
Ist es nur Kaiser oder ist es Herr Kaiser? Der Kaiser. Herr der Kaiser? Nein, nur der Nein, Kaiser. Nur der Kaiser. Dann vielen Dank, der Kaiser. Also so wie Franz Beckenbauer. Du warst doch mal in Deutschland, oder? In der Tat, ich habe mich allerdings nicht für Fußball interessiert, eher für Fechten. Woher weißt du denn, dass es ein Fußballer war? Weil den in Deutschland jeder kennt, seit seiner seltsamen O-Tugel. Ich empfehle mich. Er macht eine tiefe Verbeugung mit... Der Kaiser, einen schönen Abend. Tritt zwischen euch durch. Eine Sache noch bitte, Kaiserchen. Ja. Bestell schöne Grüße von Mortifer Mort, dem Wrestling Champion of the World und Siri und Alexa. Mach ich. Danke. Sie wird sich freuen. Das glaube ich. Gut, dann gehen wir mal Richtung Haus und William, wir bereden uns jetzt mit den Damen oben und dann tust du mir bitte den Gefallen, packst dein größtes Päckchen Charme auf, das du irgendwo versteckt hast, und trittst mal mit Maureen in Kontakt, ob sie weiß, um was es geht. Sie mag dich. Okay, das kann ich machen. Ich bin schließlich ein sehr gut aussehender junger Mann. Ich meine, sollten wir jetzt verbannt werden, habt ihr nicht so die großen Probleme, ich allerdings schon, weil ich dann in der Stadt Brot bin und außerhalb der Stadt tot bin. Also, ja. Mach dir keine Sorgen, William. Das würde ich nicht zulassen. Das ist lieb von dir, Jonathan. William. Ja, währenddessen oben im Apartment bei Melina und Emma. Ich glaube, ich habe hier was gefunden, meint Portia. Was? Ich schaue so auf und schaue neugierig zu ihr. Hier schaut, zeigt sie so auf den Bildschirm, wo so eine Abbildung von dem Gerät ist, das ihr da gefunden habt. Ich springe auf und renne zu dem Laptop hin. Das sind arabische Schriftzeichen. Kann ich nicht lesen. Kann einer von euch Arabisch? Also. Melina, du? Leider nicht, aber. Warte mal. Kann man den Text. Also, der ist in dem Bild drin, der Text, ne? Kann man nicht rauskopieren? Doch, kann man. Google-Übersetzer sagt allerdings irgendein merkwürdiges Kauderwelsch, was ich nicht verstehe. Ja, zeig mal. Ja, zeig dir das so und das ist irgendwie nur eine willkürliche Aneinanderreihung von Wörtern. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jonathan das kann. Die müssten doch jetzt endlich mal irgendwann kommen. Wie lange kann das dauern, eine pinke Handyhülle zu kaufen? In dem Moment tretet ihr oben auf dem Flur und steht vor der Tür. Warum, weiß ich. Er hat mir ja am Telefon gesagt, dass sie vom anderen Ufer sind. Aber müssen sie das gerade jetzt ausleben? Ja, na gut, aber sie könnten ja jetzt mal wiederkommen. Das wird jetzt ihr echt helfen. Ja, wie gesagt, stehen draußen vor der Tür. Ja, wir klopfen. Es klopft. Aha. Ich werfe mich so in Pose und gehe zur Tür. Oh, jetzt geht's. Reiße los. Die Tür auf und stehe dann so mit in die Hüften gestemmten Händen da. Wen haben wir denn da? Jonathan und William. Aha. Und eine pinke Handyhülle ist wichtiger, als uns zu helfen. Und pünktlich sind wir auch nicht.
Das ist mir egal. Wer von euch beiden ist eigentlich angeblich der Vernünftigere von euch? Hä? 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 Ich also du bist es jetzt jedenfalls nicht mehr. Rein, aber sofort. Und Handys her. Jonathan? Ja? Ich glaube, sie nimmt ihre Mutterrolle zu ernst. Wir haben gerade andere Probleme, William, im Ernst. Was für Probleme? Was der Kaiser eben sagte, Maskeradebruch. Ach so. Oh, du bist schon davon. Na schön. Ja. Immerhin das. Dann kommt mal mit Lösungsvorschlägen. Ja, du schmeißt dich an den Kaiser ran und Jonathan... Ich habe übrigens hier noch was, das sollte ich zwar nicht suchen, aber ist mir so untergekommen. Was denn? Sag mal. Monty Famos ist voll in den Schlagzeilen gerade. Also nicht er, aber sein Management. Warum? Irgendwie Mordverdacht oder so. Großer Skandal hier. Zeigt so eine Klatsch-Zeitungsseite. Was steht da genau? Ja, Manager von bekanntem Wrestling-Star Morty Famos wegen Doppelmord angeklagt. Brutale Verstümmelung, bla und so weiter. Wir haben versucht, den Wrestler selber zu einem Statement zu überreden, allerdings verweigerte er jede Aussage. Das ist gelogen. Ja. Offensichtlich. Steht da noch mehr was zu den Hintergründen, was das für Mordfälle waren, wer das gewesen sein soll und so? Ja, irgendwie ein Familienvater, der irgendwie 4 Kinder hinterlässt und so weiter. Zum Beispiel. Also, ja. Immerhin ist es nur sein Manager und nicht er. Ist gut, oder? Ja. Das bedeutet, mit dem Maskeradebruch war es wahrscheinlich du. Wer? Portia. Ich? Ja. Niemals. Aber wer hat denn in aller Öffentlichkeit eine Einladung gekriegt? Ich habe ihr Handy. Hat sie eine gekriegt? Ja. Siehste. Ach hier, Jonathan. Portia hat sich nützlich gemacht und hat für dieses komische... Was war das jetzt? Eine Penispumpe? Nein, also wir haben da so arabische Zeichen für gefunden. Kannst du das übersetzen? Ja, ich kann es versuchen. Jetzt sieht Jonathan auch, du siehst es jetzt zum zweiten Mal irgendwie als Bild, ja. Ne? Mhm. Liegt wahrscheinlich da auch irgendwo bei euch auf dem Tisch oder so. Genau. Guck mal, das kann drehen. Ich heb's hoch und lass es drehen. Ja. Siehst du diesen Diamantstein, diesen spitzen Diamantstein, wie er sich im Kreis dreht? Interessant. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und als du dir den Text ansiehst, dann siehst du, dass es irgendwie eine Art Beschreibung der Funktionsweise ist. Mhm. Es scheint wohl irgendein Schneidgerät zu sein. Damit kann man etwas schneiden. Glas, Metall. Also selbst die härtesten Metalle scheinen dadurch schneidbar zu sein.
Glas und Metall. Ich würde mal mich erinnern, wie groß dieses Loch in der Scheibe zu Melinas Raum was er war. Passt, ja. Ob das passt. Damit wurde wahrscheinlich das Stück Glas aus der Scheibe zu deinem Zimmer entfernt, Melina. Und aber wo habt ihr das gefunden? Hier, unter Williams Mantel. Warum sollte es hier liegen? Tendenziell so, wie sich Dinge gerade entwickeln, würde ich sagen, um Zwietracht zu sehen. Dass Melina sagt, hey William, warum machst du ein Loch in mein Fenster? Und oder ich gucke, ob das Ding irgendwie aufdrehen kann, ob da eine Nachricht drin ist oder ein Gegenstand. Oder. Nee, ist irgendwie ziemlich fest verschlossen. Also du kannst es aufschrauben, höchstens. Dann wirst du drin so einen Mechanismus finden, wie das halt, dass das halt in Gang setzt. Ja, es sei denn, damit wurde eine andere Straftat verübt und man will, dass wenn die Polizei es hier fände, uns mit dieser Straftat in Verbindung bringt. William, dein rosa Handy klingelt. Ja. Wrestling? Fragezeichen. Oh, Rest? Fragezeichen. Ja, das ist eine äußerst kluge Idee. Dafür lobe ich dich. Ja, dann setze ich mich halt vor den Fernseher, mache den Fernseher wieder an und setze die Kopfhörer auf. Was dich total verwundert, du kriegst noch den letzten Kampf von WrestleMania mit, der dann irgendwie ziemlich spektakulär zu Ende geht. Allerdings bevor der Titelgewinner die Arena verlassen kann, erklingt die Titelmelodie von deinem Auftritt. Jonathan! Ja. Das bin ich. Ich ziehe die Kopfhörer ab und mache den Fernseher voll laut. Ja, hört die Eintrittsmelodie und dann guckt ihr, seht ihr auch im Fernsehen, wie Mortimer Morse auftritt. Im Fernsehen. Und gerade den Titelträger gerade niederschlägt und dann sich mit dem Gürtel irgendwie in die Katakomben verzieht. Alter. Und dann ist die Übertragung mal zu Ende. Jonathan, hast du das gesehen? Ich bin Wrestling Champion of the World from the WWE. Ich schau zu Emma und zu Melina rüber. Irgendjemand fährt irgendeine Kampagne gegen uns und das ist nicht schön. Melina, hast du das wirklich aufgenommen? Ja. Sehr gut. Kontaktiert meinen Manager. Ja, das könnte ein bisschen kompliziert sein. Der ist in Gefangenschaft, das weißt du schon. Der wird dir wohl Anrufe entgegennehmen dürfen. Außerdem hat er einen Anruf frei. Also, wo liegt da die Herausforderung? Du bist schon etwas egoistisch, oder? Und du sollst ein Kind erziehen. Welches Kind? Schweigen. Nun, also. Was man übrigens auch noch sagen kann, Jonathan hat ja den Text ja übersetzt, dass es eine ziemlich alte, kaum noch gebräuchlicher Dialekt ist, den du aber schon mal in Zauberbüchern gesehen hast. Und meistens in Verbindung stehen mit einem Clan, der den Tremere auch in irgendeiner Art Verbindung steht. Wie genau wie die Verbindungen sind, weißt du nicht, aber es war nichts Gutes, irgendwas. Sein spezieller Assassinen-Clan oder so. Also warte mal, Jonathan? Ja, bitte. Wenn ich jetzt hier sitze. Ja. Aber da den Titel gewonnen habe. Du hast ihn geklaut, aber ja. Ja. Ich habe ihn nicht geklaut. Das ist so abgemacht.
Ich bekomme den Titel und der Titelträger hat ihn nicht mehr. Mhm. Und in der nächsten Veranstaltung versucht der Titel ehemals Träger den Titel von mir zurückzuholen. Und dann geht das immer so hin und her und die Menschen bejubeln mich und buhen den anderen aus oder buhen sie mich aus und jubeln den anderen. Das müsste ich meinen Manager nochmal fragen. Auf jeden Fall geht es dann immer weiter. Aber der wird dir nicht antworten, das ist im Knast. Ja, das ist nebensächlich. Aber wenn ich das gar nicht war, weil ich ja hier bin und nicht da, wie geht das? Habe ich einen Zwillingsbruder? Nein, es versucht jemand aus dir einen Sündenbock zu machen. So wie aus jedem von uns. Unter anderem. Naja, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, das gehört ja zur Storyline. Hast du gesehen, wie die Menschen ausgeflippt sind? Als meine. Das gehört nur zur Storyline, wenn die WWE das bestätigt. Ja, das wird sie tun. Also, mein Manager hat bestimmt einen Vertrag mit dir unterschrieben. Dein Manager ist ein Verbrecher. Ich weiß nicht, inwiefern es da nicht Ausschlussklauseln bei solchen Verträgen gibt. Also ich will ja nicht sagen, aber alle Sportmanager sind Verbrecher. Aber keine angeklagten Mörder. Das ist ein Argument. Aber der war es doch gar nicht. Oder das ist ja egal, ob es war oder nicht. Sondern du. Darum. Ist egal, aber es war nicht erst mal angeklagt und damit ist sein Ruf ruiniert. Das ist wie, wenn man einen Lehrer hat, der sexueller Nötigung von Kindern angeklagt ist. Ob es war oder nicht, ist danach egal. Danach ist der Ruf kaputt. Ja, das mag sein, aber das ist nicht so schlimm bei uns in der Wrestling-Welt. Dann müssen wir nur auf die Heel-Front überwechseln. Ach, wie machen wir das nur? Mir wird schon was einfallen. Außerhalb der Wrestling-Welt, William, versucht jemand uns als Einzelpersonen zu diskreditieren und unseren Ruf zu zerstören, sowohl in unserer Welt als auch in der Menschenwelt. Aber warum sollte man das tun? Weil wir irgendjemandem irgendwo auf die Füße getreten sind. Ob das jetzt Zusammenschlagen eines Pizzamannes in einem Giovanni-Restaurant war oder zufällig irgendwo anders da. Er würde sowas tun, also bitte. Außerdem, wenn überhaupt, ist es deine Schuld. Aha. Ja, weil du hast gesagt, dass man so aus denen was rausholt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du hinterher gesagt, man holt doch nichts aus ihnen raus, weil sie zu Giovannis gehören. Normalen Menschen, ja, und ich habe dir auch erklärt, dass man sich in einer dunklen Gasse von hinten anschleicht und nicht sie vorher zusammenschlägt. Ich muss korrigieren, ich habe nicht zusammengeschlagen. Ich habe einmal auf die Nase gehauen. Das fällt für mich unter Zusammenschlagen. Oh, dann solltest du nicht dabei sein. Ja, ist ein guter Tipp, jetzt wo du es sagst. Nun, wie dem auch sei, was machen wir jetzt? Herausfinden, welches genau das Verbrechen ist, dem wir angeklagt werden. Deswegen sollst du mal ganz Lab Marine anrufen. Oh, das kann ich tun. Siri, Alexa, rufe Marine an. Ich fürchte, das große Kleid blockiert meinen Empfang. Nun gut. Weil du so nett warst und mich auf WrestleMania hingewiesen hast, zieh ich's dir jetzt aus. Bist du noch einmal böse, werde ich's dir wieder anziehen, Fräulein. Und dann werde ich dich fotografieren und es auf Instagram posten. Nein! Doch! Oh. Und dann zieh ich's aus. Also. Die.
Ja. Frage ist jetzt, welche Nummer soll sie anrufen? Jonathan, hast du die Nummer? Nein. Ich dachte, da sie von deinem Clan ist, hättest du da Kontakte? Ah, ich vergaß. Sie war doch am Hauseingang in der Nähe deiner alten Schule. Vielleicht findest du sie dort wieder. Ach, meine alte Schule. Ich vermisse sie. Ich vermisse auch Simon Garfunkel. Ich glaube, ich gehe sie mal suchen. Garfunkel war tot, das weiß William. Noch. Dann vermisse ich halt nur Simon. Also, Jonathan, dann sollten wir vielleicht dahin fahren. Nein. Ich werde in der Zeit nach Präzedenzfällen im Vampirrecht suchen, um mich auf die Verhandlung vorzubereiten. Ja. Ich werde den Advocatus Vampiricus spielen. Aber wenn du doch gar nicht weißt, wessen wir angeklagt sind, wie willst du denn dann? Dann suche ich mir die Fälle aus unter den Umständen, wo Anklagen fallen gelassen wurden. Welche milderen Umstände gelten? Welche davon bei uns auch zutreffen? Das macht Sinn. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ja, indem du Maureen findest. Na gut. Gibst du mir den Autoschlüssel? Du bist zu groß für mein Auto. Wie soll ich dann da hinkommen? Soll ich laufen? Taxi? Nein. Dann laufen. Jetzt mal ehrlich, traut ihr ihm zu, alleine durch Chicago? Ja, besser als, dass wir mit ihm laufen und noch mehr Kacke ans Bein kriegen. Jonathan? Dann nicht kurz? Ja, ja, na, natürlich, bitte. Da, unter. Ich war gerade gedacht. Unter vier Augen? Sitz. Natürlich. Gut, in meinem Zimmer. Aber du willst mich nicht wieder irgendwie anflaumen, oder? Mache ich dir Angst? Nein, ich mag das einfach nur nicht. Ja, ich komme mit. Ja. Hinterher. Mach die Tür zu. Guck nochmal so, ob jemand lauscht. Ich wollte es vor den anderen nicht sagen, aber ich habe da was nicht verstanden. Und ich habe Angst, dass wenn ich nachfrage, ich wieder Hausarrest kriege. Nein, wenn du sagst ja eigentlich immer halbwegs vernünftige Sachen, deswegen frage ich dich. Es klang gerade wieder wie eine Beleidigung, aber bitte. Ihr habt gesagt, ich soll keine anderen Vampire in die Scheiße hauen, in die Pfanne hauen. Ja. Und du hast gerade gesagt, wenn er alleine draußen rumläuft... Wäre das gut, weil ihr nicht dabei seid? Sie, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Ich gebe ich recht. Ich frag nur. Ja. Willst du ihn begleiten? Ich habe Hausarrest. Ah! Da wird wohl immer eine Ausnahme machen. Weiß ich nicht. Wenn du sie überzeugen kannst. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich hier alle Entscheidungen treffen muss. Das war noch nie meine Stärke. Ich bin Wissenschaftler. Kein Manager. Ich mach mal gerade so einen imaginären Haken, aber Papa und Mama gegeneinander ausgespielt.
Ja. Gut, ich wäre dabei. Ich mag William. William ist cool. Also, ich finde jetzt deine Frage nicht so seltsam und ich denke, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass du deine Anliegen in der Gruppe vorträgst. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich Hausarrest bekommen. Und du hast jetzt immer noch Hausarrest? Ja. Dann kann es ja nicht mehr schlimmer werden, oder? Ich dürfte immer in den Computer. Permanent oder nur für deine Recherche? Das war noch nicht so ganz klar. Deswegen kannst du dich jetzt mit einer guten Idee beweisen, dass du mitdenkst und wirklich helfen willst und dann würdest du Pluspunkte sammeln. Ich will auch keinen Hausarrest bekommen. komm, Jonathan, für mich kannst du Emma doch fragen. Bitte. Hundeaugen machen. Nur dieses eine Mal. Du bist ein Schatz. Umarm dich, gib dir einen Schmatzer. Aber mitten auf die Lippe. Okay. Geh dann wieder so betont, als wäre nichts geschehen, aus dem Raum raus, das eigentlich, ja, das jedem auffällt. Sag nichts, Jonathan. Hat sie dich um den kleinen Finger gewickelt? Und was soll überhaupt dieser Schmarrn von wegen, du schließt dich hier ein und studierst die Bücher, während er alleine rausgeht? Nee. Ich bin dafür, wir bleiben jetzt zusammen. Und ich schaue mal wieder. Wir müssen uns doch irgendwie vorbereiten. Na gut, ich kann ja unterwegs lesen, dann kann ich aber nicht fahren. Ich kann fahren. Ich schaue sie skeptisch mit hochgezogener Augenbraue an. Wie willst du denn fahren, ohne diese Wohnung hier zu verlassen? Naja, ich könnte fahren, wenn ich keinen Hausarrest hätte. Das mag stimmen und ich wende mich ab von ihr. Guckt so Richtung Jonathan. Das sind zwei Konjunktive in einem Satz. Ja, aber wie soll sie denn lernen, wenn sie hier eingesperrt ist? Ich zweifle gerade selbst an meiner Argumentation, aber ich versuche sie hervorzubringen. Sehr schön. Sehr schön. Momentan ist es erstmal für uns und für sie besser, wenn sie in einem Raum in Sicherheit ist und nichts ausfressen kann. Das ist aber der Punkt, dann ist sie alleine hier und ist immer noch ein Vampir mit besonderen Fähigkeiten und Echt? Danke. Nun, das gehört zum Elternsein wohl dazu, dass man Vertrauen hat. Ich vertraue darin, dass sie auf ihr Ausgehverbot hört. Tja, Jonathan, dann kann ich wohl nicht fahren. Ja, ist wohl so. Nächste Mal oder so. Du kannst dich nicht vorbereiten, weil du musst ja dann fahren. Vielleicht könnte ich ja, denke laut. Du weißt schon, dass ich auch einen Führerschein habe, oder? Vielleicht könnte ich was anstellen, damit ich auch Hausarrest bekomme. Das hast du schon. Aber da ich jetzt weiß, wie sehr du darauf stehst, wirst du es garantiert nicht bekommen. Du kriegst Ausgehzwang. Aber, wann soll ich denn? Und wenn du jetzt nicht still bist, dann zwinge ich dich dazu, irgendwelche fremden Mädels anzumachen. Das kannst du nicht! Ha. Wollen wir wetten? Nein!
Dann marsch jetzt. Kann ich jetzt ein Buch mitnehmen? Was willst du mitnehmen? Ein Buch! Ja, wie willst du sonst recherchieren? Ja, geht er so Seite für Seite Schritt Richtung Bücherregal, hält Emma weiter im Blick. Als ich könnte sie, keine Ahnung. Rüber und redet ganz leise. Meinst du, wir können sie echt hier allein lassen? Was ist denn die Alternative? Ich meine, entweder wir gehen jetzt alle zusammen, dann nehmen wir sie mit. Oder naja, jemand muss mit ihr herbleiben. Also ich bin dafür, wir bleiben definitiv zusammen. Und dann wäre es vielleicht doch besser, sie mitzunehmen. Ich meine, wenn die sagt, was war das? Flattervieh da draußen. Gargoyle, ja. Es auf sie abgesehen hat. Also der Name ist bei euch jetzt noch nicht gefallen, ne? Nur so. Doch, der Kaiser hat gegenüber Jonathan. Ja, gegenüber Jonathan hat das aber noch nicht euch erzählt, dass es ein Gargoyle ist. Genau. Hä, aber ich hab doch vorhin schon gesagt, ich hab Gargoyles. Aber das hat sie geguckt, doch gesagt. Ja, das hast du. Achso, das hat Melina gesagt. Ich dachte, das hättest du das als. Nein, das hat Porsche gesagt. Ja. Okay. Ich hab das auch als Melina gesagt. Warum soll das? Ja, ist okay. Sie kann das doch auch gesehen haben, klar, oder nicht? Ja, sicher, klar. Also, ich hatte da nur Kommunikationsschwierigkeiten. Aber jetzt ist klar. Hm? Ich meine, vielleicht ist diese ganze Scheiße auch nur, weil wir jetzt sie an der Backe haben und sie ist das eigentliche Ziel. Dann können wir sie auf keinen Fall alleine lassen. Weißt du was, sie hat sich heute ja nun wirklich halbwegs als nützlich erwiesen. Sie hat außerdem noch weitere Fähigkeiten offenbart, von denen wir nichts wussten, nämlich dass sie echt weit weg Sachen sehen kann, die wir nur mit Zoom und guter Kamera sehen können. Außerdem hat sie sich bei der Recherche heute ziemlich gut angestellt. Wir sollten ihr diesen Vertrauensvorschuss geben und sie mitnehmen. Aber alleine lassen würde ich sie ja auch nicht. Ich drehe mich schwungvoll um. Du! Und ich zeige auf Porsche. Ja. Deine Mutter und ich. Und ich zeige auf Melina. Schön. Haben sie eben beschlossen, dass du mitkommen darfst. Weil du dich heute von einer guten Seite gezeigt hast. Aber wir hoffen, dass das auch so bleibt. Haben wir uns da verstanden, kleines Fräulein? Und dann beuge ich mich so zu Melina rüber. So hat das Papa immer mit mir gemacht. Alles klar, Emma? Haben wir uns verstanden? Mhm. Sehr schön. Und dann gehe ich zu ihr und drücke ihr Handy wieder in die Hand. Und zeig ihr dann die eingespeicherten Nummern. Anrufen, sobald du irgendwie in Gefahr bist. Ja? Okay. Was sind eure Nummern, ja? Ja, nur falls wir getrennt werden. Ah. Okay. So, dann. Auf geht's. Ja. Mit diesem sprachlosen Jonathan beenden wir dann für heute den Stream. Nicht ohne noch eine Szene, die unsere Vampire leider nicht mitkriegen gerade, für unsere Zuschauer noch dadurch zu spielen. Denn in der Arena von WrestleMania wird gerade der gute Mortimer Mors interviewt. Zu der Titelklausache. Und vor laufender Kamera gibt er ein Interview, wo er natürlich sagt, dass er der Wrestling Champion of the World ist und der einzige Mortimer Mors, einzig wahre Mortimer Mors. Und vor laufender Kamera ein
ja, einen Statistenjungen, der da im Hintergrund stand, an sich heranzieht und ihm das Blut aussaugt. Und damit sage ich den Segen der Nacht für euch alle. Tschüss. Tschüss.